Hallo ihr hier und herzlich willkommen wieder zurück bei SickyTV, dem einzig wahren Seher hier auf YouTube. Was geht ab? Wir hatten gerade richtig viel Spaß mit Jay Riddle und Shavier Kalashtich, also wirklich ein Highlight. Ich hoffe, bald kommt der zweite Teil raus. Ich freue mich schon riesig. Jetzt geht's aber los mit dem Video Mimi und seiner Entschuldigung mal wieder. Ich hoffe, dies ist jetzt mal ein bisschen ernster gemeint, damit auch Upper Red nicht unbedingt noch mehr heulen muss als sonst. Wird auf jeden Fall bestimmt ein Spektakel. Ich habe es schon mal angeschaut, gebe ich ehrlich zu. Aber ich habe auch die meisten Sachen wieder vergessen. Ihr kennt mein Gedächtnis. Ich meine, es war Weihnachten, es war Neujahr. Da geht auch mal das Gedächtnis verloren. Nicht nur dein Geld. Und ja. Die Kinos gehen so oder so nicht verloren über Weihnachten. Das ist natürlich das Problem. Ich bin auf der besten Seite der Macht. Geil, nice. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Kein Vorgeplänkel. Außer ihr steht drauf, dann schreibt mich an. Wir können auch woanders plänkeln. Und es geht los mit Mimi. Meine Entschuldigung an Upper Red 11. Yo, Leute. Übrigens, denkt dran, ich habe es jetzt vorhin gesagt schon, aber 1,25-fachen Speed, damit wir vielleicht etwas schneller durchkommen. Wem es zu schnell ist, stellt es ein bisschen langsamer. Ich rede schnell genug, glaube ich. Das Thema Finanzen ist ja neben den Belästigungsvorwürfen zu einem eigenständigen Thema geworden. Nicht, weil Upper Red einfach nur flex, sondern weil er es selber als Angriff und Verteidigung genommen hat gegen seine Kritiker. Wir sind einfach nur neidisch auf sein Reichtum, seine Immobilien und seine Autos. Es wird immer Leute geben, die mich nicht mögen. Vielleicht, weil ich ein Kenneck bin, was auch immer. Oder vielleicht, weil ich... Okay, das ist echt ein bisschen schnell. Kommt ihr da mit? Boah. Das ist ein bisschen schnell. Yay, hat gegen militante Veganerin geschossen. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall einen Videolink dazu. Flüster mir das mal. Lambo fahren und Range Rover und ein Penthouse lebe. Ich muss gar nicht auf Krampf 1000 Liter über Upper Red machen, um mehr Geld zu verdienen. Ich habe einfach mehr Cash als die ganzen Leute haben, weil ich dafür abhängig bin. Sorry, Digga. Und vielleicht kriegen das einfach viele Leute auf, weil ich vielleicht so viel Cash gemacht habe. Vielleicht sind die auch neidisch, weil die gerne tauschen wollen. Vielleicht wollen die meisten Leute auch ein Lambo. Oder vielleicht wollen die auch ein paar Immobilien haben. Vielleicht haben die noch mehr Frust, weil gerade ein Kanaka erfolgreich ist. Oder als ob ich jemanden Controller scannen will. Egal, ich habe Millionen gemacht. Warum soll ich mir wegen einem Controller, den ich geschenkt bekommen habe, scannen? Ich wiederum konnte nachweisen, dass er wortwörtlich nichts davon besitzt und sich sogar im Privatinsolvenz befindet. Wir sollen also auf etwas neidisch sein, was er selber über Jahre zusammengelogen hat. Des Weiteren hat er auch seine Zuschauer damit gefrontet, dass die sich nicht so eine geile Bude leisten können wie er. Ich habe ja selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesellt, das ist demnächst eine fresche Neubau. 4-Zimmer-Wohnung, okay, mitten in der Innenstadt von Hamburg, das könnte ich meistens voll Spackos gar nicht leisten, hier so dumme Sachen schreiben oder so dumm reagieren, ist halt einfach real talk. Ich wiederum konnte nachweisen, dass er in einem Sozialbau wohnt, den er sich über Hartz IV finanzieren wollte. Meine Entschuldigung, Teil 9 kam übrigens noch... Du musst es flüstern, Bro. Flüstern. Vor dem Container, ich bin Millionär-Video, wo er über die Insolvenz redet. Ich habe seit meinem Teil 9, also vor über einem Jahr, nichts weiter dazu gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es in der Zeit die ein oder andere Neuigkeit gab. Das ein oder andere Video oder der ein oder andere Stream erschienen ist. Und wir werden das jetzt mal gemeinsam aufrollen und aufräumen. Bevor ich das aber mache, mal eine kurze Ansage an alle Zuschauer und auch Reactor. Ich kann natürlich niemandem vorschreiben, was er sich anschauen oder nicht anschauen soll. Aber überlegt euch genau, ob ihr jeden Scheiß von Upper Red anschaut. Ah, okay. Daran kann ich mich sogar dran erinnern. Ich reagiere auf Upper Red nur auf die grundlegenden krassen Sachen. Danke. Lieb von dir, Olli. Ich reagiere wirklich nicht auf jeden Scheiß. Also zum Beispiel das Video erkenne ich jetzt gerade, ihr seht es gerade nicht, aber hier, Upper Red und Leo Mascher testen heftigen Döner. Als ob ich auf so einen Scheiß reagiere. Also ich reagiere ja wirklich nur auf Sachen, wo ich wirklich ein Statement dazu habe, wo ich was reinbringen kann. Falls ich eine Reaction mache, die kein Statement reinbringen kann, also wo ich wirklich kein Mehrwert bieten könnte, lasse ich es. Oder falls ich es schon aufgenommen habe, veröffentliche ich es einfach gar nicht. Ich habe zum Beispiel darauf reacted, wo Just Nero den Diss-Track von Aline Bachmann hochgeladen hat. Den habe ich auch reacted, habe ihn aber nie hochgeladen, weil ich empfunden habe, dass da nicht wirklich viel Mehrwert war, weil auch nicht so viel Unterhaltung war, weil, naja, es ist halt Rap, ne? Es ist halt Rap. Kennt ihr ja. Over 9000! Nice! Aber zum Beispiel auch dieses Katar-Video oder Apotested McDonalds in Katar, sowas schaue ich mir halt gar nicht an. Also bin ich wenigstens einer der besseren Director. Besser als die ganzen großen. Ha! Könnt mich mal... Nein. So abgehoben bin ich noch nicht. Ich sage extra noch. Oder darauf reagieren müsst. Das hilft ihm am Ende nur, dass die wirklich kritischen Punkte einfach verwässern. Und er doch wieder ganz sympathisch rüberkommt bis zu seinem nächsten Scam oder nächsten Skandal. Scheinbar wird sehr... Der ist nicht sympathisch. Er hat Talent, aber er ist nicht sympathisch mehr.
Und wer ihm jetzt noch was glaubt, wow, nee. Er ist weg vom Fenster. Ich werde mir nichts reinziehen, was noch irgendwie irrelevant ist von ihm. Also so nicht mal auch diese Hab-Eier-Dinger-Scheiße da. Man sagt, scheiße, das ist ja schon irgendwo witzig, aber trotzdem, ich ziehe mir auch das nicht rein. Auch nicht bei Leon übrigens. Ne? Also sehe ich nicht mal ein, dieses letzte Statement da von wegen Geld und sowas war ja doch relevant, deswegen haben wir uns noch angetan. Aber ich werde dazu nichts weiter anschauen. Wenn er irgendwelche anderen Sachen macht, irgendwas Witziges oder sowas, ist mir das wirklich scheißegal. Das drucke ich mir auf ein Papier und wische mir damit den Arsch ab. Ganz einfach. Das ist das Einzige, was ich machen würde. Also Thumbnail, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich würde irgendwas anderes. Aber ich verschwende auch kein Papier. Ich nehme natürlich lieber Klopapier. Vielleicht kann jemand irgendwie drauf skizzieren. Das wäre das Einzige dann. Schnell vergessen, was der alles gemacht hat, ohne ein einziges Mal irgendeine Einsicht zu zeigen. Im Gegenteil, alles wurde immer abgestritten, umgedreht oder die Schuld auf andere geschoben. Der Typ ist im Fall Carina offiziell verurteilt. Es ist auch unstrittig, dass er verkaufte Sachen nicht an Zuschauer geschickt hat. Etliche Gewinnspiele wurden nicht eingelöst. Er arbeitet ständig mit... Also man muss schon sagen, wenn wir noch mehr Speed haben bei ihm... Alter, als wäre Mimi voll auf dem Trip, oder? Mit unseriösen Firmen zusammen, die bei den ganzen Scams mitmachen. Andere gleichnamige Firmen leiden darunter, dass sie mit denen verwechselt werden. Er verstößt gegen staatliche einstweilige Verfügungen, weigert sich aber die Strafe dafür zu zahlen, versteckt sich vor dem Gerichtsvollzieher, gibt falsche Wohnadressen beim Gericht und vor den Insi-Leuten an, verkauft fändbare Gegenstände heimlich auf Vinted und eBay Kleinanzeigen, womit eigentlich das Ordnungsgeld und die ganzen Gläubiger bezahlt werden müssen, denen er Geld schuldet. Er stellt sich als cleaner deutscher Bürger dar, obwohl er Autos geklaut hat, aus Spaß einen Anschlag am Hamburger Hauptbahnhof vorgegeben hat, den er Jahre später immer noch lustig findet. Die spielen im Gericht ein Prank von mir ab. Digga, wisst ihr, wie schwierig ist das im Gericht? Ich bin einfach lustiger Typ. Das Video war einfach lustig. Digga, normal. Das war auch lustig. Digga, ich habe gesagt im Gericht. Und das spielt einfach der dreckige Richter ein lustiges Video von euch. Ein lustiges Street-Prank-Video von euch ab. Und das Video ist einfach fucking lustig. Wie gesagt, sobald es um Gefahr, um Lebensgefahr geht, ist ein Prank nicht mehr witzig. Sobald jemand Angst hat um sein Leben, weil in der heutigen Zeit das ja so oder so mehr als öfters mal vorkommen kann, bedauerlicherweise, weil Menschen einfach Idioten sind. Ja, also, nee, das, dann ist das kein Prank mehr, dann gehört's weg, gesperrt. Digga, wisst ihr, wie schwierig war das auch, mein Lachen zu unterdrücken? Red erzählt auch aktuell, dass er darauf wartet, bis eine Straftat von 2017 verjährt ist, bevor er sie veröffentlicht. Ich hab ja auch Real-Life-Stories, ne? Den darf ich nicht erzählen, ich erzähle direkt so. Boah, aber es ist inzwischen, ich muss es echt wieder auf normal, vielleicht machen wir später nochmal was anderes, aber, boah. Kann ich nicht eine andere Benutzer definiert? Vielleicht ein bisschen schneller, 1,1. Digga, dann wissen auch einige Bescheid, Digga, das ist eklig, aber das war so berechtigt. Kann ich mal vielleicht irgendwann wieder verjährt. Also ich hab eine Story von 2017, ne? Ich warte, bis die verjährt ist, da habe ich gewisse Grenzen überschritten, deswegen darf ich es nicht erzählen, oder muss ich warten, bis sie verjährt ist. Weißt du? Es wäre sehr cool, dass man ein Verbrechen begangen hat, statt den Leuten überhaupt allgemein sowas abzuraten. Ne? Gut, jeder war mal jung, manche haben wirklich Scheiße gebaut, manche haben es nicht gemacht. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut in meiner Jugend, das gebe ich ehrlich zu und würde jedem das abraten. Ich bin auch nicht stolz darauf. Also, wow. Wie kann man denn so noch so, ja, ich war so cool, ich war ein echter Gangster. Was ist das krass, dass der was gemacht hat, so, wo du sagst, Bruder? Wie gesagt, er unterhält sich mit Barello, ganz ehrlich, die gleichen einen den anderen, die beiden sind beide unter aller Sau. Dürften gar keine Reichweite haben. Kann die krassesten Sachen nicht sagen, weil dann bin ich sofort entwickelt. Sofort. Kein Spaß, ich bin sofort. Wenn du gerne mal in Hamburg bist, wir können dir erzählen, ein paar Storys, ne, mit meiner Familie so. Weiß nicht, um wie viele Jahre muss man warten? 5, 6, 7 Jahre, dann darf man, glaube ich, erzählen. Aber scheiße, ich habe so auch schon, ne, alte Geschichten, Bruder. Richtig schlimm, Bruder, richtig schlimm. Bruder, hier, guck mal, hier, siehst du, Narbe des Todes hier, weißt du, kann ich nicht erzählen von wo, siehst du diese Fleischnarbe? Leute, oh mein, siehst du diese Fleisch, das ist eine Fleischnarbe. Ich konnte nicht zum Krankenhaus gehen. Oder harte Storys, Bruder, ich kann aber nicht erzählen. Also wie man es von einem clean deutschen Bürger erwartet. Er droht mir öffentlich mit seinen Schlägerfreunden, zieht den Islam mit rein, hat ständig auf Allah geschworen und dabei bewusst gelogen. Die Liste ist endlos lang. Ich hatte diesen Abschaum in 9 Videos komplett ausgeräuchert. Wen juckt das, ob der ein McDonald's getestet hat? Oder mal was Veganes probiert hat? Oder mit Leon ein Döner getestet hat? Oder ein Sketch? Danke, danke, danke. Wie gesagt, das Einzige, was aus diesen Sachen hier relevant wäre noch, ist das Veganer-Reaction, aber nur weil sie dabei ist. Nicht weil die beiden, sondern weil sie dabei ist. Oder gibt es noch irgendwas anderes? Apparat verteidigt Mois? Nope, lohnt sich nicht, weil wenn Apparat irgendwas verteidigt, wisst ihr ganz genau, das ist schon falsch. Luxuswille irrelevant, 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 ne.
Das ist das Einzige. Dieses vegane Thema könnte man ja höchstens als in Ordnung sehen, dass man darauf reagiert. Alle anderen würde ich auch genauso sehen. What the fuck? Mit ihm dreht, in Katar gevloggt hat oder Mois verteidigt hat. Versteht mich nicht falsch, ich mag hier alle Streamer. Aber Leute, da müssen wir mal an einem Strang ziehen und da meine ich auch die Zuschauer. Das geht so nicht, dass ich hier die Drecksarbeit für alle mache und zwei Tage später redet man wieder über seine Gardinen und seine Hasensprachbehinderung. Andersrum fand Zum Glück rede ich auch zwei Wochen später danach, weil ja, die Reaction zwei Wochen später kommt. Ha! Ich habe die Zeit getoppt. Nicht zum Beispiel die Kritik zu dem Training-Scheiß gut oder die Kritik bei dem Last Katar in Ruhe-Video. Diese Kritik hatte wenigstens Substanz. Besonders das Video von Rezo oder Tobias Hoch fand ich richtig stark. Und Tobias Hoch hat noch ein weiteres Video gemacht, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Er konnte zeigen, jetzt pass auf Leute, dass sich ApoRed an Finanzierung beteiligt hat. ApoRed hat zum Spenden an einen Verein aufgerufen und laut eigener Aussage auch selber gespendet, um angeblich Brunnen und so weiter aufzubauen. Sichere Unterkunft, Krankenhausbau. Ich werde euch mal die Seite verlinken, ich habe da selber mal gespendet. Die sind auch sehr authentisch, haben sehr viele YouTube-Videos hier, ne? Lass mich kurz mal hier Werbung machen. Aber mit dem Geld wurde am Ende auch finanziert. Und der Verein wurde auch mittlerweile verboten. Ich finde es erschreckend, dass ein ApoRed zu einem Zeitpunkt, wo hinlänglich bekannt war, dass Ansa international umstritten ist und Ansa schon lange nicht mehr gemeinnützig war. Denen wurde nämlich die Gemeinnützigkeit schon lange vor dem Video von ApoRed entzogen, dass dann dafür geworben wird. Ich bin mal gespannt, was ApoRed dazu sagt, dass er für einen pro-touristischen Verein geworben hat und auch noch mit seinem Namen dafür wirkt, dass das Geld ankommt, wenn sich doch wenig später ganz offiziell herausgestellt hat, und das war vorher eigentlich auch schon bekannt durch meine Informationen, die ich hinlänglich veröffentlicht habe, dass das Geld nicht bei den Menschen angekommen ist. Wenn du wieder live bist, kriegst du Geschenke ohne Ende. Warum irritiert mich die Aussage eher mehr, als dass ich mich freue? Wie war übrigens dein Neujahr? Wie war übrigens dein Weihnachten? Das habe ich jetzt vor lauter Reaction total verpeilt. Sorry. Aber das ist natürlich ein krasser Vorwurf, beziehungsweise wohl auch, ja. Ne? Also, man kann dazu gar nichts sagen, das ist ja schon geisteskrank. Wenn ich etwas spenden würde, würde ich auch immer jedes Mal vorher informieren, ist das denn überhaupt seriös? Und dann gibst du wenigstens den Namen ein und schaust mal die ersten paar Seiten. Da bist du auf der sicheren Seite. Wie kann man denn einfach so verblendet sein, einfach machen? Wieso? In gewissen Teilen nicht Brunnen gebaut worden sind, die Menschen kein Essen bekommen haben, den Uiguren so nicht geholfen wurde, sondern dass das Geld am Ende in Kasse von Kaida gelandet ist und anderen Gruppierungen und damit auch Waffen gekauft worden sind und Menschen abgeschleppt, ermordet. Nun ja. Wenn das bewusst von ApoRed war, ist er wirklich der größte Abschaum, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn das unbewusst von ApoRed war, ist er der größte... Ich rieche den Toast, er wurde organisiert. Sorry, das ist ein Insider vom Vorstream, vor der Voraufnahme. Größte Vollidiot, weil der Verfassungsschutz schon seit 2015 vor dem Verein gewarnt hat und der Verein beim Versuch dagegen gerichtlich vorzugehen auch verloren hat. Dazu gab es noch bundesweite Razzien, die durch die Medien gegangen sind, alles noch vor der Spendenpromo von ApoRed. Da hätte eine einfache Google-Suche gereicht. ApoRed hat sich bis heute nicht dazu geäußert oder sich distanziert. Schaut euch das Tobias Hochvideo am besten selber im Anschluss an. Link in der Beschreibung. Ich habe heute Hawaii-Pizza gehabt. Ja, mit süß-sauer. Komm, nam, 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 nam. Ich glaube, so eine grobe Überleitung hatte ich noch nie, aber machen wir nun weiter mit dem Container-Video. Jetzt reicht's doch. Jetzt entschuldige dich auch mal dafür. Bla bla bla, ne? Ich denke, das Hauptding ist einfach, dass Leute sagen, Red, du bist Brokey Mokey, aber machst doch Richie Michi, das geht gar nicht. Entschuldige mal dafür, sprich mal Tacheles. Mach mal den realen Hasen, mach mal den brutalen, aufrichtigen, entschuldigen, aufklärenden Hasen. Und das mache ich hier gerade. Weil ich hier sitze, das mache ich, das ist ja gar kein Problem. Aber sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist, Freunde. Da hab ich euch eigentlich nichts gesagt. Also halten wir fest, ApoRed behauptet nie was vorgespielt zu haben und betont nochmal, dass er hier real und ehrlich ist. Ist halt komisch, wenn die ganzen Uhren nachgewiesenermaßen fake oder von Freunden waren, sein Auto kein Nummernschild hatte, er das aber zensiert hat, er behauptet 5 Wagen zu besitzen, komischerweise sitzt er nur auf dem Beifahrersitz, in einem Mietwagen von Miles oder in einem Opel, der übrigens, das weiß ich mittlerweile, auch nur ausgeliehen war von seinem Umfeld. Sein 2 Millionen Euro Penthouse war einfach eine WG im ersten Stockwerk, seine anderen Wohnungen und Häuser wurden auch nur relativ günstig gemietet. Im Internet hat er sich aber gezielt die Fanfrage rausgesucht, was seine Häuser kosten, um dann irgendwelche ausgedachten Preise vor zu tragen. Also wenn er hier jetzt wieder behauptet, dass er nie was vorgespielt hätte, dann ist das ja wieder gelogen. Und wenn er sagt, dass er hier ehrlich ist, ist es ja auch nochmal gelogen. Und ja, ich checke, dass ApoRed hier mit einer trolligeren Art Reactions provozieren wollte. Mit dem Altkleidercontainer, Einkaufswagen und dem Miles-Auto. Lustig, haben wir alle gelacht, Prinz Puma. Du ärgerst mich ein bisschen. Jetzt kommst du mit Illuminati-Zeichen? What the fuck?
Inhaltlich meint er den Scheiß, den er labert, trotzdem ernst. Er will bloß ironischer rüberkommen, so nach dem Motto, ich spiele hier eine Rolle, aber im Endeffekt haben wir alle schon in meinen anderen Videos gesehen, was für Filme der Typ schiebt. Es gibt halt viele Leute, yep. Profis, die erzählen so viel Müll in den Videos, ich schaue die Videos ja gar nicht. Also denk nicht, ich bin da so, ich schaue mir jetzt irgendwelche Reaktionen oder irgendwelche Videos rein. Hatten wir aber in der Entschuldigung 10 war das ein Gegenbeweis, weil er hat ja versucht, mehrere Sachen zu striken. Doch, zu striken war das, gell? Und hat dann bestimmte Ausschnitte und sowas genommen. Also, das ist ja auch schon wieder tatsächlich eine Falschaussage. Aber Red hat 214.000 Abonnenten. Warte mal, wie viel hat der Kollege denn jetzt gerade? Ich frage mich, ob es seine Mimi-Videos, also ob es die Mimi-Videos gebracht haben und wirklich auch geschadet haben. Er hat jetzt 241.000 Abonnenten. Warum? Lass es doch bitte. Den kann doch keiner ernst nehmen. Wie kann er jetzt mehr Abonnenten haben als früher? Er müsste weniger haben. Er müsste weniger Abonnenten haben. Er guckt angeblich nicht die Videos, hat aber alle meine Videos teilweise mehrfach gemeldet, mit genauen Zeitangaben und das Ganze mit seinem Namen unterschrieben. Tja. Polygame Puma mit Berührungsängsten guckt sich alles an, aber erzählt immer, dass er die Sachen nicht gesehen hat, damit er nicht drauf eingehen braucht. Oh, der Polygame. Wie habe ich ihn genannt? Irgendwas mit Corny, ne? Also Horny und Red. Er ist so... Oh Gott, wie war das... Oh, ich komme nicht mehr auf das, was ich gesagt habe. Er ist einfach nur ein Horny Red Hase-Dinger da. Es gibt halt eine Sache, wofür ich mich entschuldigen muss. Und ganz aufrichtig. Ich entschuldige mich jetzt hier an alle meine Zuschauer und treuen Hasen, dass ich überhaupt diesen Goofies überhaupt irgendeine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Sei es im Sinne von, dass ich die Leute getrollt habe, sei es darauf, dass ich irgendwie ernst auf die eingegangen bin, Retox gemacht habe, etc. Das war von Anfang an, bin ich eigentlich ein Fehler. Dass ich mich auch teilweise irgendwie auf deren Schiene begeben habe, dass ich dann auch irgendwelche Sachen über die herausfinden wollte, sowas auch immer. Ich jucken echt diese Leute gar nicht. Heißt übersetzt, er hat versucht, Sachen über mich oder andere Kritiker herauszufinden, hat es aber nicht hingekriegt. Glückwunsch! Das ist auch so ein typisches Apparat-Verhalten. Er versucht, etwas zu finden, um doch wieder von sich abzulenken, anstatt sich selber gerade zu machen. Und das sehe ich auch so. Daran ist, dass er Sachen über Leute herausfinden will, von denen er sich angeblich nicht mal die Videos anschaut. In welcher Welt ergibt das denn Sinn? Weiter sagt er, dass man die Videos offline nehmen soll. Am besten auf Correct, Digga, kann ich nur nett drum bitten. Ganz nett drum bitten. Nimm doch mal einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden. Und ignoriert das Ganze auch einfach, ne, also auch an alle Zuschauer da, an alle Reaktionäre und was auch immer. Lass das einfach, das ist auch wirklich Kindergarten. Das sagt er, obwohl ich beweisen konnte, dass er diese Entschuldigungsvideos von mir haben wollte. Und wir wollen da auch noch nicht beenden, weil ich wollte jetzt extra zu diesen ganzen Punkten, die ich ja absichtlich reingeklatscht habe, noch ein paar mehr Entschuldigungsvideos haben von Mimi, wollte ich jetzt nochmal schön predicten, so ein bisschen, was er sagen wird. Ah, das wird böse, das wird böse. Plus, was auch dahinter steckt. Das passt doch auch nicht. Das ist doch so peinlich eigentlich. Das ist so peinlich, wie Mimi wirklich alles auseinandergenommen hat. Ey, das ist Kunst. Der Picasso des Aufdeckens. Richtig zusammen. Und da stellt sich nebenbei auch die Frage, was denn jetzt nun seine Predictions damals waren. Er wollte mich doch hops nehmen, oder nicht? Wie sieht's aus, Prinz Puber? Leon, was hast du mal wieder verkackt? Ich habe sogar auch ganz entspannt so 15 Videos produziert jetzt in der Zwischenzeit. Ich war 3 Wochen krank, aber ich habe trotzdem jetzt davor und danach jetzt auch in den letzten Tagen ganz viele Videos für euch produziert. Da kommt richtig knackiger Stuff ab dem 1. November zum Beispiel. Da könnt ihr euch mal gut freuen. By the way, die angeblich 50 vorgedrehten Videos sind irgendwie auch nie erschienen. Ja. Nicht mal, wenn man die von Leon dazu rechnet. Oder auch die, die wieder offline genommen wurden. Dabei sagt er doch immer, dass er ein Macher ist. Ja, ein Macher in Ankündigungen. Neuigkeiten, Freunde. Ab heute auf jeden Tag Videos. Jeden Tag auf den Apo-AD-Channel, okay? Klar kann man sein, dass man verkackt hat. Bein gebrochen. Ich kann mich jetzt wieder dran erinnern an diese ganze Szenerie, wie viel er hat. Oh Gott. Der Witz dabei ist, ich sag ja auch ab und zu mal, ja, es kommt noch Videos, aber es gibt einen Unterschied. Man macht keine Ankündigung per Datum. Gib niemals eine Zeitangabe. Gib niemals eine Zeitangabe. Das lernst du auch, wenn du zum Beispiel der Ankündigungshase, ja, was er sonst so ankündigt, oje. Nee, aber ohne Scheiß, niemals eine Zeitangabe machen. Das wirst du lernen, wenn du mit Kunden zu tun hast. Gib dem Kunden niemals eine Zeit, wenn jemand für ihn Zeit hat. Oder wenn jemand anders... Ihr wisst, was ich meine. Ne, macht ein Meeting aus, das kann man zeitlich ankündigen, aber sagt nie, das zu diesem Zeitpunkt fertig oder das wird bis dahin fertig sein. Niemals sowas. Nope, never other. Nein, kannst knicken. Mach das nicht. Krank geworden, Platter, viel Schnauze gefallen, ein Schnittprogramm abgeschnitzt, bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe schon einige Videos vorbereitet. 10 Stück habe ich noch auf Bett oder so. Aber wie gesagt, ich bin jeden Tag dran, ich bin am Start. Und wenn alles gut läuft,
Daily Upload, Freunde. Das heißt morgen wieder. Und übermorgen. Und übermorgen. Let's go. Nach dieser Instagram-Story kam halt 3 Tage später nur ein Video. Wahrscheinlich hat er sich bis heute immer wieder sein Bein gebrochen. Bei den freshen Moves ganze Zeit kann das schon mal passieren. Aber wie dem auch sei, in meinem letzten Video... Oh, ich finde den Clip so geil. Das, ohne Scheiß. Der hat mich wirklich gekriegt, der Clip. Video hatte ich ja erwähnt, dass UpRed ein paar Tage in Japan war. Das war Mitte November 2022. Was macht natürlich der Macher der Ankündigungen? Er macht natürlich Ankündigungen. Ende November 2022 kündigt er 7 Japan-Vlogs an, die nie gekommen sind. Digga, Leute, ich kann spoilern. Ich habe, schneid euch an, 7 Videos aus Japan. 7 Videos auf Leckerli, Freunde. Vertraut mir, das kommt sehr, sehr gefährlich. Ein paar Tage später. War in Tokio, wie ihr mitbekommen habt, ne? Für 11 Tage oder so. Ich habe 7 Videos gedreht. Digga, das ist High Quality Content auf YouTube. Nicht dieses billige Reaction hier, Reaction da, Monte Nachmacher gefühlt. Digga, das ist High Quality Shit. Geilste Unterhaltung, Freunde, okay? Über ein halbes Jahr. Sieht man. Später dann. Warum keine Videos? So wenn ich keinen Bock drauf habe, mache ich es einfach gar nicht. Aber ich habe aktuell so ein bisschen Bock. Ich habe 2 Videos vorgedreht, jetzt hier in Istanbul. Ich habe noch 1-2 Vlogs aus Japan, die kommen dann auch bald online. Bis heute ist nichts davon gekommen. Weder die 2 Vlogs aus Japan, die zuerst 7 waren, noch die 2 Vlogs aus Istanbul, die er hier angekündigt hat. Apropos Istanbul. Im April 2023 hat er eine Roomtour von dort aus angekündigt. Weißt du, viele von euch denken sich, wo steckst du, wo warst du, was machst du, etc. Das können wir im nächsten Video klären. Ich mache jetzt die Tage noch ein weiteres Video, wenn ihr Bock habt, okay? Sag ich, mache ein bisschen Roomtour, Wohnungstour, etc. Ich habe gerade den ausländischen Hasen wieder aktiviert aus so den geschäftlichen Urlaubsgründen. Die ist übrigens auch nie erschienen. Das scheint aber normal bei seinen Roomtour-Ankündigungen zu sein. 4 Zimmer, ja, wir haben 4 Zimmer. Zimmer Nummer 1, 2 Zimmer, zeige ich dann in 2 Wochen, wenn wir alles ready haben. Wie gesagt, ihr werdet alles in 2 Wochen sehen. Das wird auf jeden Fall am Start sein, in etwa 2 Wochen. Ich habe euch fast alles gezeigt, in etwa 2 Wochen, habt ihr ein vollständiges Update. Wann sind eigentlich endlich die 2 Wochen? Klar. Und warum kriege ich langsam das Gefühl, dass ApoRed noch nie sein Wort gehalten hat? Freunde, der Schrank wird zusammengebaut und es wird höchstwahrscheinlich eine Roomtour kommen, noch diese Woche Sonntag. Lasst ein Like da, wenn ihr Sonntag die Roomtour sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn ihr unbedingt Sonntag die Roomtour sehen wollt. In den letzten 3 Jahren gab es scheinbar keinen Sonntag. Ich glaube, ich weiß warum. Every day Saturday. Every day Saturday. Ich wollte auf jeden Fall mitnehmen bei der Preisgestaltung von bei dem, was ich alles vorhabe. Er lebt immer noch in derselben Woche. Okay, der ist gut. Von der nächsten Vlogs habe ich dann, wie gesagt, die Preise ergeben. Na, vielleicht wird es auch von euch interessant. Ich werde es dafür laufen, ich werde das mal ab und an in den Vlogs dazu integrieren. Da wurde natürlich nichts dazu integriert. Aber mit Integration hat das ja sowieso nicht so. Kommt dann noch ein Roomtour, wenn alles fertig ist. Ja, ich überlege, ob ich dann direkt eine Wohnungstour mache oder ein Video extra nur für den Raum, weil es wird echt atemberaubend, wenn es fertig ist. Ja, hoffentlich ist mein Asthma-Spray in 10 Jahren noch haltbar. Dann hat er noch gemeint, wie er in einem Penthouse in Dubai chillt und demnächst eine Roomtour macht. Also ich bin seit ein paar Monaten in Dubai, okay? Und ich chill hier vor einer anderen Orte, Fairmont hier, brutalste Penthouse da, kommt dabei wahrscheinlich auch eine Roomtour. Und da kam natürlich auch nie was. Ein paar Tage später war er dann auch wieder in Istanbul und kurz darauf wieder in Deutschland. Und by the way, es hätte übrigens auch nichts kommen können, denn wir können uns das Penthouse ja mal angucken. Dazu spulen wir zurück zum Anfang, wo die Kamera nicht auf Red fokussiert, sondern in den Hintergrund. Dort sieht man folgende gespiegelte Buchstaben. Was könnte da stehen? Ich meine, klar, als erstes denkt man da sofort an Haushaltschemikalien-Schrank, Tür, Knauf. Aber da muss ich euch enttäuschen, das wäre auch viel zu naheliegend. In Wahrheit handelt es sich hier um das japanische Kaizen, was in Dubai dieses Gebäude ist. Da das quasi gegenüber von ApoRed sein muss, kommen wir darauf, dass sich ApoRed in diesem durchaus stylischen Haus befindet. Und dadurch, dass diese Streben wie eine Rutsche geformt sind und nicht wie ein Dach, wissen wir, dass er irgendwo in der unteren Hälfte sein muss. Und wenn wir diese Kacheln hier zählen und abgleichen, merken wir, dass er irgendwo in der untersten Etage von den 90 Stockwerken ist. Und was? Ohne Scheiß, ich habe ja schon gesagt, ich habe ja das schon angeschaut. Ich simuliere jetzt gerade genau die Reaktion, wie ich beim ersten Mal das Ganze auch schon gesehen habe. So, what? Du kannst dir nicht ausdenken, wie viel Mühe du dir machen musst, um alles so detailliert rauszufinden. Und vor allem ganz ehrlich, funktioniert das bei jedem oder ist nur ApoRed einer der lostesten Menschen der Welt und schafft es immer wieder irgendwas in der Kamera-Szenerie drin zu haben, um alles aufzudecken? Ich meine, Alter, ey, der Detective Conan Soundtrack passt einfach anders gut. Der passt richtig. Und Key Collector, was geht? Einen wunderschönen guten Abend. Alles fit bei dir. Ich hoffe, du bist Tutti Frutti. Von der Spiegelung her ist er nicht mal auf der Wasserseite, sondern auf der Straßenseite. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so heftig fühlen würde. ApoRed ist so der Type of Guy, der sich krass fühlt mit dem Mercedes. Nochmal, ich muss das... Das wäre auch klar. Als erstes denkt man sofort an Haushaltschemikalien-Schrank, Tür, Knauf. Aber da muss ich euch enttäuschen, das wäre auch viel zu naheliegend. In Wahrheit handelt es sich hier um das japanische Kaizen, was in Dubai dieses Gebäude ist. Da das quasi gegenüber von ApoRed sein muss, kommen wir darauf, dass sich ApoRed in diesem durchaus stylischen Haus befindet. Und dadurch, dass diese Streben wie eine Rutsche geformt sind und nicht wie ein Dach, wissen wir, dass er irgendwo in der unteren Hälfte sein
sein muss. Und wenn wir diese Kacheln hier zählen und abgleichen, merken wir, dass er oben in der untersten Etage von den 90 Stockwerken ist. Und von der Spiegelung her ist er nicht mal auf der Wasserseite, sondern auf der Straßenseite. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so heftig fühlen würde. ApoRed ist so der Type of Guy, der sich krass fühlt mit dem Mercedes-Benz. Also dem Eau de Toilette für den Zwambo. Aber zurück zu seinen leeren Ankündigungen. Oh, ey, ohne Scheiße, so bombastisch. Oh, ey, das muss eingerahmt werden und irgendwo ausgehangen werden. Genau diese Szenerie. Oh. Ich frage mich, warum Mimi nie eine Parodie auf Detektiv Conan gemacht hat. Ohne Scheiß, er müsste irgendwie permanent irgendwie. Er müsste diesen Charakter hier umformen in Detektiv Conan, oder? Das wär's. Der Rotgeile ist zurück. Oh ja, der Rotgeile, Corny Boy. Oh, ich krieg gerade das Grinsen nicht weg. Das Haus sieht mega lustig. Ey, nicht lustig, das ist geil. Also, das Haus ist ja, wow, also das Hotel. Ich find's richtig stylisch. Ich liebe diese neuartigen, modernen Künste von Häusern. Oder Hotels und was auch immer. Ich mag das voll. Also, kein Witz. Viele sagen, dieses sterile, auch gerade Häuser, diese etwas modernen, aber kalten Blöcke, finden viele hässlich. Ich finde es geil. Wo dann zum Beispiel so Holzstreben sind, richtig dunkel, da hast du aber dann noch eine Mauer darüber und dann lange Fenster gezogen. Ich finde solche Teile richtig geil, weil die sind einzigartig. Ich mag nicht diese Blockteile. Also so Blockteile nicht, sondern wirklich diese einzigartigen, kühlen Kasten, kann man schon sagen. Ich sag kühle Kasten. Sieht aus wie ein U. Das ist aber, ich glaube, das ist ja doppelt, gell? Das sieht aus wie ein Greifhaken. Wupp. 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 So, sorry. Jetzt. Wo waren wir? Keine Wasserseite, sondern das fühlt mit dem Mercedes-Benz. Also dem Eau de Toilette für den Zwambo. Aber zurück zu seinen leeren Ankündigungen. Was ist eigentlich mit den geplanten Neubau-Wohnblöcken? Mein Plan ist, dass ich jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen wollte. Ja, ich wollte jetzt irgendwo ein Grundstück kaufen, ein relativ größeres Grundstück, wo jetzt nicht irgendwie nur ein Zuhause reinpasst, sondern halt auch ordentlich was reinpasst. Und da wollte ich ein paar Neubau-Wohnblöcke. Ja, und stattdessen hast du lieber wieder nur Scheiße gebaut. Glückwunsch! Oder was ist eigentlich mit dem 10 Kilogramm in 30 Tagen abnehmen? 10 Kilo versuche ich innerhalb von 30 Days abzutaken. 10 Kilo in 30, also in 30 Tagen abnehmen. Ich denke, es ist sehr interessant. Ich kann euch zeigen, so vielleicht, was ich noch esse, wie ich trainiere, was ich mache. Nur für das Video, einfach für meine Ungeduld, werde ich einen Monat versuchen. Genau. Da kam natürlich auch nichts. Ich habe das noch nie gespielt. Oder die angekündigten Klagen gegen Carina oder mich oder auch gegen die TikTok-Mädels. Alles immer nur heiße Luft von unserem clean deutschen Questmaster. Er hat auch angekündigt, dass er als erster deutscher Influencer 10 Millionen Follower auf TikTok knacken wird. Wisst ihr was? Lass TikTok die ganzen 10 nochmal so einfach auseinandernehmen. 10, Leute, wir machen die nicht 1 Million, nicht 2 Millionen, nicht 3, nicht 4, nicht 5. Ich bin froh, dass er zählen kann. Also hätte ich ihn schon fast nicht zugetraut. Nicht 6, nicht 7. Ich hätte gedacht, er lügt, dass er zählen kann. Nicht 8, nicht 9, 10 Millionen, Freunde. Wir müssen es schaffen. 10 Millionen, die ersten auf TikTok Germany. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ich habe bisher noch nicht den Anlauf so, ich habe gerade nicht so den Anlauf, ich habe auch keinen Anschwung so genommen. Aber dann werden wir es alle merken, Freunde. Und dann machen wir zusammen die 10 Millionen auf TikTok voll. Bis 10 Millionen ist es noch ein weiter Weg. Kein Wunder, dass man da seit über einem Jahr Anlauf nimmt. Und apropos TikTok, scheinbar kann man sich bei ihm auch als Moderator bewerben, indem man ihm Geschenke, also Donations macht. Mimi, ich wollte dir nur mal ganz kurz sagen, dass ich ApoRed, Leon Mascher, Simon Desiu die ganze Zeit auf meiner scheiß TikTok für you habe. Und gerade habe ich wieder ApoRed alleine nur. Und der will jetzt Geschenke für Mods haben. Also der sagt, ja, wer will Mod werden. Und ja, dafür sagt er halt, ja, schenk mir was. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme. Schade. Keine Aufnahme. Alter. Das hat irgendwie, wie heißt der nochmal, Max Emre-Style. Schenkt mir genügend, dann werdet ihr Mods. Dafür habe ich aber eine Aufnahme davon, dass er seinen Top-Supporter verspricht, sie damit zu pushen. Übrigens, ich sehe es andersrum. Wenn man Mod ist, sollte man eher was bekommen. Das ist mein. Ne? Weil Geld regiert die Welt, finde ich scheiße. Macht keinen Sinn. Was bietest du? Aktuell noch gar nichts. Aktuell brauche ich keine Mods. Aktuell bin ich hier der Meister und schaffe alles wie der Kleister. Was geht? Einen wunderschönen guten Abend, Paddy. Alles fit bei dir. Wie war dein Donnerstag und dein Mittwoch? Ich hoffe, das war soweit angenehm. Pushen, dass er ihn zurückfolgt. Er sagt also indirekt.
Dann gehen wir wieder. Ihr müsst einfach nur mehr Leute herholen, das ist ganz einfach. Wir knacken hier die 10 Millionen ganz gemütlich hier auf Twitch und dann werde ich euch beide anstellen, weil ihr habt die gleiche Farbe. Ihr ähnelt euch wie Zwillinge. Es lohnt sich ordentlich zu donaten, denn ApoRed ist ja bald der größte TikToker. Und dann kann euch jeder in seiner Followerliste sehen, als würde das jemanden jucken. Hey, als Patronus, Adrian, Luca, Luca PTV, Heisam, Ehre, Ehre an alle Freunde, wie machen das? 80 Sekunden? Hey, 80 Sekunden? Ich kläre doch, dass ihr die Top-Supporter pusht. Wir haben das nicht gesagt, wir haben es zwar nicht gesagt, aber ich kläre das, ne? Und ich hab hier... Nichts Kritisches. Und jetzt bist du hier drin, also würde ich sagen, doch was Kritisches. Dingens, ich habe einen Follower gelassen, ne, an Luca und Patronus. Wort das Wort. Dingens, ich werde doch demnächst bald meine Followerliste öffentlich machen. Die ist gerade noch nicht, die ist gerade nicht öffentlich, aber sie wird demnächst öffentlich, okay? Macht euch mal gar keine Sorgen, okay? Und ihr wisst, ne, ich bin bald der Größte auf Twitch. TikTok, sorry, nicht Twitch, TikTok. Ihr wisst, Account frisch, 111.000, wir sind auf dem schnellen Weg auf 1 Million und vertraut mir, bald 3-4 Millionen auf easy. Ihr wisst es, Leute. ApoRed wurde schon milliardenfach auf TikTok gesehen. Milliardenfach, nicht millionenfach, milliardenfach. Na, vergiss das nicht, Freunde. Ja, halt einfach die Fresse. Und apropos Monte, wie ich schon im letzten Video gezeigt habe, hat ApoRed da auch Sachen angekündigt, aber eingehalten wurde nichts. Red hat immer gesagt. Wie immer. Du hast mich gerade an eine wichtige Sache erinnert. Danke. Was? Oh je. Yeah. Hab ja zumindest einen Teil der Reaction geskippt, aber nur ein Teil. Nur ein ganz kleiner Teil. Ich meine, wir jetzt haben, kommt noch der beste Teil. Sag, ich kläre das auf, ich stelle das klar, ich liefere Beweise und am Ende, bis jetzt, es kam immer nur Schwanni. Selbst mir hat Red gesagt, ich soll abwarten, im Dezember klärt er alles auf. Jetzt haben wir Mitte des Jahres, 6 Monate später, ist nichts passiert. Kann sein, dass sowas kommt, gehe ich auch nicht voraus. Nochmal zum Verständnis, der Clip ist vom Juni 2023. Monte hat damit nicht den Dezember jetzt gemeint, sondern den Dezember letztes Jahr, 2022. Bei Malik, ApoReds ehemaligen Nachbarn in der Türkei, gab es scheinbar auch nur leere Versprechen. Er war echt ein Cooler, hab ihn echt gemocht, Walla. Hab ihn wirklich gemocht, Chip. Haben auch so Pläne gemacht. Wir haben so krasse Pläne gehabt, Chat, dass wir bald so eine Streaming-WG haben werden in der Türkei und so, ne? Wir wollten. Sowas würde ich auch mal gern feiern. So ein bisschen Streaming-WG würde ich echt feiern. Gut, ich müsste dann halt mal weg von meiner Verlobten. Das dürft ihr ihr verklickern. Also ich bräuchte halt eine gute Kreditkarte, damit sie die Woche lang gut shoppen gehen kann. Aber dann wäre sie bestimmt einverstanden damit. Nee, aber ich hätte auch zum Beispiel auf sowas sehr, sehr, sehr viel Bock. Ne? Ich meine, es ist ja schon geil, ne? Alleine streamen, du hast komplette Kontrolle, du kannst entscheiden, was du machst. Aber ich glaube auch so gemeinsam, also wo wir bei Cuddy waren, das war echt cool. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Bei Fabi, also beim Ich bin's jetzt, da war ich noch etwas, schüchtern kann man schon sagen, oder? Ein bisschen schüchtern war ich da noch. Beim Cuddy, also bei Monkey D, da war es dann schon etwas besser, wo er seinen Geburtstag hatte, war auch sau cool, hat so viel Spaß gemacht. Und ich würde es richtig feiern, auch so einen Koop zu feiern. Zu streamen. Guten Nacht, Matthias. WG-Leben kann sehr geil sein. Hatte ich nie. Hatte ich wirklich nie. Also ich bin von zu Hause gleich mit Schatzi zusammengezogen. Also ich habe noch nie alleine gelebt. Und mir hält man immer vor, ich mache ja gar nichts im Haushalt. Sie weiß es ja gar nicht. Ich habe noch nie alleine gelebt. Dass dem immer noch Geld auf TikTok schicken. Ich frage mich auch immer wieder, wie funktioniert das? Wie viele Menschen kannst du so viel belügen und manipulieren, dass sie, nachdem sie alles erfahren haben, was du für Scheiße gebaut hast und dass du ein ekliger Mensch bist, kann dann immer noch Menschen Geld schenken? Während es andere Menschen, die wirklich lieb, treu, ehrlich sind, um jeden Cent im Grunde toll unterhalten. Muss man überlegen, ne? Das muss man sich erstmal überlegen. Das ist schon echt creepy. Und what the fuck, warum schreibt ihr gerade so viel? Hallo YouTube! Spam für diese Reaction in Überlänge schon Hashtag mich pray for made Kostüm in die Kommentare. Danke! Auch Kreditkarten muss man später abbezahlen. Hey, die sind ja natürlich vorgefüllt, ist doch klar. Habe ich geliebt, waren sehr schnell 4 enge Freundinnen. Na gut, auf engem Raum, da muss man sich anfreunden. Ansonsten geht man sich an die Gurgel. Eigene Wohnung ist schon top. Kann ich mir gut vorstellen. Ich war halt wirklich in meinem Leben noch nie alleine. Das ist halt so. Ich meine, erst war bei Mutti, da habe ich da schon meinen Schatz sehr kennengelernt. Und wo ich bei Mutti ausgezogen bin, war ich mit meinem Schatz zusammen in der Wohnung. Also ich war noch nie alleine in meinem Leben. Noch nie auf mich alleine gestellt. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich wirklich mal alleine auf mich gestellt war, war in Istanbul die 3 Tage. Aber so richtig nie. Gar nicht.
Zwei Jahre lang WG während Ausbildung. Ja gut, während Ausbildung lohnt sich es wahrscheinlich auch noch. Ich denke mal, Studentenleben. Ich glaube auch deswegen kommen auch viele Freundschaften auf die Länge zustande, weil man halt sowas auch mal erlebt. Ich, ganz ehrlich, ich wünschte mir schon, dass ich es erlebt hätte, mal alleine zu leben. Ich wünschte mir schon, auch mal eine WG gehabt zu haben. Wünsche ich mir auch, ja. Aber ich habe mein Glück hier. Im Grunde, notgedrungen kann man das immer noch später machen. Wenn alle Stricke reißen, geht es immer noch. Alleine leben, dann habe ich halt irgendwo mein Penthouse im Arsch der Welt. So wie zum Beispiel Micha, ne? Dann mache ich einfach einen auf Micha. Mein Penthouse irgendwo eine Stunde weiter entfernt. Da mache ich dann eine Pendlerwohnung, bin ich halt unter der Woche dort, gemütlich streamen, keine Ahnung, mit anderen Leuten. Und dann gehe ich wieder am Wochenende zurück. So, alleine gelebt. Nur in Istanbul auf sich alleine gestellt, einmal alleine und schon 1.000 Euro weg. Ja, so ungefähr. Penthouse und Dubi gesneakt. Ja, safe, Alter. Wir sneaken auf jeden Fall alle seine Penthouse-Sachen. Also gar keine. Und alles zusammen so. Wir wollten zusammen das Geld splitten und einfach zusammen was mieten, dort Videos machen, so wie kellermäßig, aber auf Alert. Und ApoRed hat sogar vorgeschlagen und gesagt, wir machen dort sogar einen Gebetsraum und so, das wäre richtig cool und so. Also nicht, dass wir ihn gezwungen haben, das zu machen, es war sogar sein Vorschlag, dass wir die WG machen, ich schwöre bei Gott. Er hat gesagt, lass uns das machen mit dem Stream so, lass uns da ein Streaminghaus machen. Wir streamen dort, wir wohnen da ab und zu mal, wir schlafen dort, alles Mögliche. Und dann ist es einfach ein Stundenschiff. Keine Ahnung. Hat mich echt traurig gemacht, muss ich wirklich sagen, das hat mich echt sad gemacht, ich weiß nicht. Er war echt cool. Deutschland hat ihn verändert, Bro. Deutschland hat ihn verändert. Ja, genau. Klar, Deutschland hat ihn verändert. Wer hat einen für, also nicht so gut. Klar, so insgesamt würde ich sagen, so die deutsche Mentalität ist sehr pingelig, sehr kritisch aber, und auch sehr genau halt einfach, ist aber nicht unbedingt eine schlechte Sache. Ich meine, wir haben trotzdem sehr, wir haben viele Freiheiten in Deutschland. Hier kann hier wirklich jeder seinen Glauben ausleben in einer gewissen Form und, ne, also nicht gewalttätig ist oder irgendwas gegen Gesetz, aber ihr wisst, was ich meine. Jeder kann seinen Glauben haben, ohne dafür verachtet zu werden, zumindest laut dem Rechten, ne, also rechtlichen, Entschuldigung. Klar, es gibt immer Menschen, die was dagegen haben. Ist mir eigentlich, also ganz ehrlich, mir könnte nichts egaler sein als der Glaube eines Menschen, solange ich nichts damit zu tun habe und er mich nicht versucht zu bekehren oder sie mich nicht versucht zu bekehren. Ist mir doch der Mensch der gleiche, egal was er glaubt. Wenn der Mensch lieb ist, freundlich, respektvoll, ist mir das Ganze alles egal. Ob dieser Mensch einen anderen Kleidungsstil hat als die meisten Menschen, ob der Mensch einen Glauben hat, den kaum einer kennt und der komischerweise irgendwie anders abgedreht sein könnte, keine Ahnung. Er muss alle 15 Minuten so machen und betet dadurch. Ja, ich weiß, das war jetzt gerade von Michael Jackson, jetzt kann nichts Besseres eingefallen. Das wäre mir auch egal, solange der Mensch trotzdem ein lieber, respektvoller Mensch ist, wäre mir das Wayne. Und ich finde, das hat schon Deutschland. Klar, jetzt gibt es gerade aktuell ein bisschen mehr Krawalle, ne? Also, man merkt schon die Unzufriedenheit insgesamt. Aber die Grundnatur von Deutschland ist eigentlich ein absolut, im Grunde ein Paradies. Das muss man einfach so sagen. Oder warum sind die meisten Leute noch nicht ausgewandert? Überlegt euch das mal. Deutschland ist schuld. Nach allem, was ApoRed abgezogen hat, wäre das natürlich auch meine Schlussfolgerung. Naja, wie dem auch sei. Was Ankündigungen angeht, könnte ich hier wirklich noch ewig fortfahren. Aber das ist nur mein Fünftwagen. Der wird jetzt erstmal 3 Jahre lang auf Carbon umgesneakt. Der Insi-Modus, ne? Wissen wir, eine Versicherung, fünfstelliger Hase. Es ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, jetzt bin ich voll stuck und ich bin voll am Arsch, ich bin ruiniert. Alles cool. Ne? Da haben wir schon mittlerweile herausgefunden. Die Versicherung hat aufgrund ein bisschen, ihr wisst ja, ab und zu ein bisschen verpeilt, ein bisschen Bürokratie, ein bisschen verpeilt, warum hat sie den Insi-Modus eingeleitet? Alles cool, alles cool. Jetzt ist aber das Problem, wo sich jetzt viele denken, aber Digga, warum müssen wir noch immer können? Wenn das jetzt so easy peasy für dich ist, dann pay das doch und der Hase ist gelaufen. Da kann ich ganz easy sagen, Freunde. Das liegt aber daran, dass hier so ein paar Verkalkulationen am Start sind. Das ist ja ganz normal, wenn man mit so mega hohen Summen hantiert. Das ist jetzt schon die dritte Story, die er zu der Insolvenz erzählt hat. Zuerst meinte er, dass er absichtlich in die Insolvenz ist, um Steuern zu hinterziehen, was nachweislich gelogen war, weil er keine Restschuldbefreiung nach 3 Jahren bekommt und somit gar keinen Vorteil von der Insolvenz hat. Dann meinte er, die Insolvenz wurde einfach eröffnet, weil der AOK-Brief mit der Zahlungsaufforderung angeblich nicht bei ihm angekommen sei, als er in der Türkei war. Und er im Vorfeld vergessen hätte, die Lastschrift auf sein neu eröffnetes Konto zu übertragen. Was auch nachweislich alles Quatsch war, weil er das Konto schon über ein halbes Jahr vor der Türkei gewechselt hat und in der Zeit auch die Mahnbriefe gekommen sein müssen. Ich esse jetzt das Lieblingsgericht von Naruto. Ramen! Nice! Du isst Bilderrahmen, ist ja krass.
Er hat anfangs die AOK-Zahlung manuell ausgeführt, er wusste also, dass keine Lastschrift besteht. Und außerdem hat er genau diese Zahlung wahrscheinlich sogar aufgrund eines angekommenen Mahnbriefs gemacht. Sonst wäre der Betrag ja nicht so hoch. Kein Mensch zahlt im Monat über 2400 Euro AOK-Versicherung. Das war wahrscheinlich die Summe aus den ganzen versäumten Zahlungen. Jedenfalls sagt er jetzt als neue Begründung einfach nur schwammig, dass er selber den Bürokratiekram verpeilt hat und es Verkalkulationen gab. Komisch, bei der zweiten Story hat er schon gesagt, dass er uns jetzt die Wahrheit sagt. Jetzt hau ich die reale Story zu dem Insi-Modus raus. Das ist die ganze Situation. Das ist quasi der reale Insi-Modus. Der erfindet einfach immer wieder neue Geschichten und sagt dann, dass das jetzt die ganze Wahrheit ist. Und auch die dritte Story ist absolut unschlüssig. Ich sag mal ganz ehrlich, wie ist das, Freunde? Der Insi-Berater von mir zum Beispiel, ne? Ganz korrekter Typ, ganz lieber Typ, ne? Der weiß doch Bescheid, Freunde, der weiß doch Bescheid, Apo RED, Range Rover am Start, der weiß auch vom Lambo Bescheid, der weiß auch von dicken Firmenanteilen Bescheid, Millionen von Wert, also wir reden ja von nicht auch hier 1-2 Millionen, wir reden ja von ganz anderen Summen, der weiß ganz genau Bescheid, der hier und da ein bisschen was und da und da, also der weiß Bescheid, dem Hase geht's gut. Und ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, Digga, der weiß, ich bin Millionär. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist... Wenn der Insolvenzberater das wüsste und das stimmen würde, dann wäre die Insolvenz gar nicht eröffnet worden, beziehungsweise würde die auch schon längst nicht mehr laufen. Tatsache ist aber, dass das Insolvenzverfahren immer noch läuft, obwohl der Macher der Ankündigungen schon zigfach davon geredet hat, dass es nur eine Kleinigkeit ist, beziehungsweise der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schon am 15.06.22 hat er zu Unge gesagt, dass es nur eine kleine Sache ist und sich demnächst klärt. Was ist denn jetzt das Problem? Also du hast jetzt dieses Insolvenzverfahren da, durch dieses, wo du gesagt hast, hier wegen Bank gewechselt und dann ein paar Briefe versneakt. Was richtig. Ist denn jetzt das Problem? Also weißt du, was auf dich zukommt deswegen? Also gibt es da irgendwie Stress jetzt oder was? Weißt du schon was? Nein, weiß ich nicht. Natürlich weiß ich nicht. Weil ich euch einfach nur ein bisschen verdusselt, ein bisschen Türkei-Stapel gemacht, ein bisschen vercheckt hier. Ja, Postmann gewechselt, alles schon verkackt. Hallo, die. Ein bisschen. 4 Monate später erzählt er, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Da kann mal hier und da mal eine Verkalkulation kommen. Also die werden gerade gerade gerückt. Und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Insi-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Einen Monat danach erwähnt er nochmal, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schule, ich bin... Alter, ich hol mir mal kurz ein Bier. Ich skipp mal ein bisschen zurück und dann hole ich mir ein Bier, weil ich habe so das Gefühl, das kann man sonst nicht ertragen. Ein bisschen Türkei-Stapel gemacht, ein bisschen vercheckt hier. Ne? Postmann gewechselt, alles schon verkackt. Hallo, die. Ist keine große Geschichte. 4 Monate später erzählt er, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Da kann mal hier und da mal eine Verkalkulation kommen. Also die werden gerade gerade gerückt. Und dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass der Insi-Modus deaktiviert wird und ein anderer Modus aktiviert wird. Einen Monat danach erwähnt er nochmal, dass der Insi-Modus demnächst deaktiviert wird. Schule, ich bin ehrlich, Schule war schon, also die letzten Jahre war schon echt Horror für mich, ich bin ehrlich. Also Schule, Digga, das waren so die letzten Zeiten, wo es mir wirklich scheiße geht. Schule, Freunde, ich erinnere mich bloß, ich hatte wirklich Stress. So, jetzt wird's mir, Leute, gleich als Vorwarnung, Bier ist böse und Alkohol ist allgemein böse. Denkt dran, trinkt etwas nur in Maßen und nicht in Maßeinheiten. So, ein bisschen leise aufmachen, weil Schatz, ich will ja auch bestimmt schlafen. Trinkt in Maßen, übertreibt es nicht. Und trotzdem, wie gesagt, wenn es geht, vermeidet komplett Alkohol. Das würde ich jedem raten, genauso wie auch Rauchen, macht das nicht. Ja, ist natürlich ein schlechtes Vorbild. Aber ich mache ja hier kein Shoyoka. Stream, wo ich dann halt bei Triggerwörtern trinken müsste. Stellt mal vor, ich müsste jetzt immer, wenn er Hase sagt, was trinken. Stellt euch das mal vor. Ich würde nicht mehr aufstehen die nächsten paar Tage. Ich würde da in der Ecke trauern und wow. Du bist der Beste, du bist die Beste, du bist die Beste, du bist der Beste, du bist der Beste, du bist, what the fuck, Olli? Dein Rahmen ist dir irgendwie gerade entglitten, oder? Alkohol ist keine Lösung, auch nicht so bei akuter Zufuhr massiver Dummheit in Form von Upright. Das sollten wir auf jeden Fall, sollten wir auch mal hier drauf drücken. What the fuck? Es färbt irgendwie ab. Egal. Damit sich hier keine Fremdwerbung. Sowohl, es ist ein Volksfestbier und ich kann es wieder zumachen, falls ich keine Lust mehr habe. Sowohl. Selbst gesponsert. Hier, da, dort, ne? Der eine wollte mir das Leben zur Hölle machen und was auch immer. ABK meinte, Digga, das war so, also ABK meinte, das war so eine geile Story, die musst du mal auf YouTube erzählen. Und ich meinte auch, die werde ich wahrscheinlich auf YouTube erzählen, wenn ich den Insi-Modus deaktiviere, was ja gerade quasi in der Mache gerade ist. Dann werde ich auf jeden Fall die Story mal erzählen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Story. 2 Monate später kündigt unser Triple Puma im Januar 2023 wieder an, dass er demnächst raus aus dem Insi-Modus ist. Modula, pass auf mit Ansage, okay? Mit Ansage, du weißt gerade Insi-Modus. Barillo! Wie willst du die Leute, ne? Bald raus. Die abschreckenden Bilder, analog Zigaretten. Einfach ein Bild von Upper Red draufkleben. Oh Gott, das schreckt dann wirklich ab. Vor allem, ich stell mir vor, das Gesicht. Das sieht schon echt Angst. Also, sorry, wenn der mir dunkel begegnen würde, dann würde ich schon Schiss bekommen, Alter. Das ist das Slenderman 2.0.
Nackt leider zweimal wegen Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Das hing Olli immer im Maßen. Ich war noch nicht einmal im Krankenhaus. Ich hatte noch nie eine Alkoholvergiftung. Und ich trinke schon gern einmal ein bisschen was. Ne? Also ich habe auch schon Zeiten gehabt, wo ich ein bisschen über den Durst getrunken habe. Aber ich konnte mich immer noch zurückhalten. Deswegen, denkt dran, immer im Maßen. Immer bedenken, dass der nächste Tag auch kommen sollte. Es sind viele dumme Sachen geschehen mit Alkohol. Viele, viele tote Menschen, viele Verletzungen, viele, was auch immer, Sachen, die bereut werden. Denk drüber nach. Wie gesagt, es sagt keiner, dass du komplett aufholen musst. Wäre natürlich schön, aber ist kein Muss. Aber es ist wichtig zu wissen, wo die Grenze ist. Und ja, ich bin auch ein Mensch. Ich mache auch Fehler, habe auch schon mal die Grenze überschätzt. Aber ich bin noch nie im Krankenhaus gelandet. Denk mal, warum. Weil auch die Grenze, wenn du hast eine Übergrenze und spätestens die kann nicht überschritten werden, wenn man wirklich die Vernunft bewahrt. Auch im Alkoholzustand kann man noch gewisserweise halbwegs noch die Vernunft bewahren. Wenn man die ganze Zeit vor Augen hat, ich muss noch laufen, ich muss noch nach Hause, ich muss noch laufen, ich muss noch nach Hause, ich muss noch laufen, ich muss noch nach Hause. Einfach daran denken. Und wenn du daheim bist, einfach nicht nochmal was aufmachen. Einfach schön einen Liter Flasche Wasser trinken und gute Nacht. Und dann zeige ich die Multimillionärs. Ne? Weil du weißt, Leute machen so dieses Scheiße labern um mich, viel Scheiße labern. Ich mache alles sauber. By the way, interessant, hier schiebt ApoRed die Schuld am Indie-Modus wieder auf andere. Nicht er hat sich verkalkuliert, sondern andere. 5 Monate danach kündigt er dann schon wieder das Ende des Indie-Modus. Du bist ein Mensch, ich will mein Sappgeld der letzten 2 Jahre zurück. Das hättest du doch kennzeichnen müssen. Entschuldigung, ich dachte, die KI war eindeutig, dass ich ein Roboter bin. Ah, ah. Übrigens, ich glaube, der Rekord übrigens von meinen Subs ist jetzt gerade bei Goody oder bei Monkey D. Bei 28 Monaten. Ich bin ein Meister. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mal bei jemandem T3 nehmen kann. So richtig geil, so richtig Angeber-Style. Du Quatsch, was die Leute erzählen. Deswegen, ihr braucht da gar nicht auf diese Leute hören. Wenn sie zum Beispiel, wenn die Lesung deaktiviert, dann kommt auch bald auch ein geiles Update-Video, warum der Hase generell so richtig am Anfang so lange angehalten hat. Eine Woche später dann? Kann das sein, der chillt hier around the world, nach dem Broken Monkey. Ich hab von Anfang an gesagt, das Camp. Jetzt so langsam checkt man. Aber offiziell demnächst Indie-Modus auch deaktiviert. Alles geklärt, Gott sei Dank. Ich werde auch bald ein separates Video dazu machen, etc. ppp. Und einen Monat später kündigt er wieder das Ende des Indie-Modus an. Das Ding ist, es ist sowieso, wenn ich mache, weil sowieso das Video, Indie-Modus wird sowieso bald deaktiviert. Na? Kann ich jetzt schon mal spoilern. Und dann kommt auch bald ein knackiges Video dazu. Wann aber egal, YouTube-Video. Sonntag kommt höchstwahrscheinlich ein Video. Das wird sehr, sehr interessant. Das ist wieder so ein. Toll, der isst gerade einen Döner. Frechheit. Angeber-Style wäre 9 Jahre in Tier 3. Okay. Ich kenne wirklich niemanden, der dann das toppen kann. Also ich schwöre, ganz ehrlich, dafür, aber im Grunde muss man dafür Applaus geben. Ich habe leider immer noch keinen Applaus-Dinger. Aber ich würde sagen, dann. Das kann keiner toppen, glaube ich. Oder kaum jemand toppen. 9 Jahre. Also das ist schon Meisterleistung. Dafür. Ich wünschte, jetzt gibt es die Leute, die alle applaudieren dafür. Das ist geil. Die KI übernimmt die YouTube-Kommentare. Nein. Ich setze mich hin und talk und wird sehr interessant. Ich kann nicht spoilern, aber ich weiß ganz genau, dass irgendwelche Twitch-Fenster darauf reagieren werden und so wie gesagt, scheiße, das labern werden. Aber es wird sehr, sehr interessant. Super nice. Ich kann aber spoilern. 12 Euro oder sogar mehr. Was, bei dir konnten wir mal. Du wohnst in Österreich, warst, gell? Warst du nicht in Österreich? Ist es da so teuer? Also bei uns kostet ein Jufka Spezial geliefert 9,50 Euro. Kann man auf jeden Fall lassen. Ja, ich sag geliefert, weil es gibt einen Dönerladen hier in der Umgebung, der ist richtig spitze und der liefert auch. Deswegen, ich weiß das. Und ein normaler Döner geliefert kostet 7,50 Euro. Also, ich kann jetzt davon nicht sagen, dass es schlimm ist. Also, es ist natürlich verhältnismäßig wirklich schlimm, wenn wir überlegen, dass wir damals für fucking 3,50 oder 4 Euro einen Döner hatten. Aber man muss auch mit der Zeit gehen. Die Seki sollte mal ein Maid-Kostüm generieren. Ja, die ist schon längst generiert, aber noch nicht der Einsatz. Der Einsatz ist noch nicht da. Es geht teilweise um den Insi-Modus auf jeden Fall. 12 Euro habe ich schon gesehen und noch mehr schon gehört, sowohl Österreich als auch in Deutschland. Es gibt natürlich Döner, die teurer sind als der Durchschnitt, weil sie wahrscheinlich etwas Besonderes haben. Aber für mich ist ein Döner. Er wollte nicht was Besonderes, er muss den klassischen Style haben. Fleisch, Soße, doppelt so viel Zwiebeln als alles andere. Mais kann er im Abend mal drin haben, mag ich auch sehr. Rotkraut optional, Weißkraut optional, immer mal wieder abwechselnd eins von beiden weglassen oder beides zusammen und natürlich Salat, Tomate, die Soße und die ganz normale Joghurtsoße.
Kann, ne? Es kann auch ein bisschen die rote, diese scharfe Soße sein, kein Problem. Peperoni ist eher seltener bei mir, aber auch nicht schlecht. Und scharf esse ich allgemein nicht. Nicht beim Döner. Döner bei mir kostet 5,70. Alter, das ist ja noch gut. Das, ey, dann würde ich noch, ich würde da jeden zweiten Tag hingehen, weil der Preis ist noch legendär. Und auch um die Deaktivierung. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Dieser besagte Sonntag ist jetzt auch schon 5 Monate her. Und zur Deaktivierung habe ich immer noch nichts gesehen. Sonntag. Ich glaube, ich weiß warum. Every day, Saturdays. Bin ich ein Macher? Nee. Stattdessen fand er aber sofort Zeit, um mit dem Finger auf andere zu zeigen. So hat er lieber ein Video über ein Beziehungsproblem von anderen gemacht. Und ganz ehrlich, alle haben gesagt, mach das nicht, keiner soll darauf reagieren. Der bestimmte Hase macht natürlich die Scheiße. Er macht natürlich wieder Scheiße. Nur ein Hase kann so viel Scheiße bauen. Ein falscher Hase. Welches Jahre her ist, beidseitig schon längst geklärt wurde, die Beteiligten darum gebeten haben, die Audios der Beziehungsstreit... Schau mal bei den Terminen auf YouTube. Ich meine auf Twitch. Da steht alles dran. ...nicht weiter zu verbreiten. Und was macht ApoRed? Spielt die ganze Scheiße einfach vollständig ab und sagt am Ende, dass man die Sachen bitte nicht verbreiten soll. Freunde, auf jeden Fall, an dieser Stelle, lasst die Anime-Kurve, also versucht doch am besten, diesen Clip jetzt nicht nochmal extra hochzuladen oder sonst was. Ja? Für den moralischen Vorzeige-Puma gilt das aber scheinbar nicht. Und dazu kommt noch, zur gleichen Zeit beleidigt er im Stream Leute, die sich mit anderen Personen beschäftigen. Und ich sag immer, dumme Menschen beschäftigen sich mit Menschen. So, weißt du, meine? Halbschlaue Menschen beschäftigen sich mit Ereignissen. Und schlaue Menschen beschäftigen sich mit Projekten. Ich bin komplett allein und bin mit mir selbst weiß. Ich bin einfach Main-Character und weißt du, Main-Character, die beschäftigen sich halt nicht mit anderen Personen, sondern halt mit Projekten, sag ich mal, weißt du? Auch das gilt scheinbar nicht für den Projektions-Puma. Und was darf auf keinen Fall fehlen? Er nutzt das Leid von anderen, um sich wieder selbst zu inszenieren. Leute behaupten, er habe eine Schulter angefasst und darüber redet man nur, weil er der Main-Character ist. Ich find's auch immer funny, wie zum Beispiel sowas komplett, nicht groß geschaukelt wird. Oder da macht man das ja im übelsten Film, gerade so schön, das kriegt das nicht so ein großes Publikum. Aber wenn angeblich ich jemanden an der Schulter angefasst habe, dann wird der Film des Todes gemacht. Aber es liegt nicht nur daran, weil es so die Sache an sich geht. Oh. Weil es bei der einen Sache um den Main-Character geht und bei der anderen Sache es ist doch einfach nur noch ekelhaft. Und außerdem, guckt das Carina-Video. Es war erstens nicht nur die Schulter und zweitens hat sie vor Gericht gewonnen. Da gibt's kein angeblich. Aber jetzt kommt das Beste. Der Main-Character kann gar nicht verstehen, wie man überhaupt so emotional werden kann. Denn ApoRed regelt Sachen immer entspannt. Dazu erzählt er eine kleine Anekdote. Wie kann man sich generell so verhalten? So, wie kann man so durchleben und Knast bekommen? Warum kann man nicht einfach diesen Main-Character ApoRed einfach ein brutaler, chilliger Hase sein? Merkt man übrigens hier. Doppelmoral. Er ist jetzt schon nicht chillig. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre, da hatte ich zwei, man kann sagen, Geschäftskollegen gehabt, die haben dann Nach kurzer Recherche könnte Hühnerkebab für 5 Euro und Kalb für 5,50 bestellen. Kalb? Boah. Also witzigerweise, Kalb, ich mag irgendwie Kalb nicht. Keine Ahnung, ob das einfach nur ein schlechtes Gewissen ist oder ob es mir einfach nur nicht schmeckt. Das weiß ich nicht. Und Hühnerkebab hatte ich schon mal. Ganz ehrlich, das hat mir gar nicht geschmeckt. Ich fand das Fleisch so, ich glaube, es war einfach zu trocken insgesamt. Also wir hatten es mal, weil der normale Spieß ausgegangen ist und ich fand es nicht so gut. Na komm, dein Geschenk am Sonntag im Stream. Also Fußbilder bitte, aber nicht im Stream. Und eklig, hinter meinem Rücken habe ich geredet mit einem Bekannten von mir. Der Bekannte von mir, er kam dann auf mich zu und meinte, ey Red, Bruder, ich weiß, wir sind zwar nicht super gut gerade, du verhältst gerade neutral, aber ich sag dir jetzt, wie es ist. Da kamen Personen A und B und haben brutal Scheiße durchgelabert und die haben dir sogar negativ über den Montag geredet. Wie war meine Reaktion darauf? Was glaubt ihr? Was hat überhaupt die Reaktion vom Main-Character auf diese Situation? Ich habe diese Boys angerufen und habe gesagt, ey, komm, lass essen gehen. Ja, ich habe die Leute dann zum Essen eingeladen, die konnten mich schon überhaupt nicht. Wirklich, die haben sich entschuldigt, wir haben uns auch vertragen am Ende. Wenn ich auch wie ein Character auch zu denen hingegangen bin, ich habe sie zum Essen eingeladen und gesagt, Digga, das gehört sich einfach nicht. So. Ich hasse dieses Folgespoiler. Du wirst dich freuen, du wirst irgendwas bekommen, aber du weißt nicht was. Ich hasse das. Das ist genauso wie bei Weihnachten. Wenn man mir andeutet, das ist da und das und das. Boah. Ich liebe Überraschungen. Nicht angekündigt, Alter. Ein Charakter, alle Typen da draußen, nicht so wie er reagieren. Bleib strong. Immer strong, egal wie hart es dazu ist. Ich habe euch erzählt, jemand hat meine Mutter beleidigt und da. Selbst ich habe diese. Wirklich, es bringt nichts, so durchzudrehen. Das ja, sagt klar. Er, der wortwörtlich wegen Körperverletzung verurteilt wurde, weil jemand seine Mutter im Freestyle-Battle beleidigt hat und ApoRed daraufhin ausgerastet ist. Hier ein kleiner Zusammenschnitt, wo ApoRed diese Freestyle-Story über die letzten Jahre hinweg immer wieder erzählt hat. Achtung, gleich wird's interessant. Ich bin noch vorgestellt, nur mit einer Sache. Ich war auch dreimal vor Gericht.
aber auch nur wegen Körperverletzung. Problem ist, dass ich halt zweimal vorher wegen Körperverletzung vorbestraft war. Ich bin ja einmal auch wegen Körperverletzung vorbestraft gewesen. Einmal vor Gericht, ne? Wegen Körperverletzung. Und zwar hatten wir ein Event gehabt in Bremen. Wir hatten ein Event gehabt in Bremen. Ich war in Bremen und da war irgendwie danach, ne, war da so ein Typ. Und dann hat der Red das mal Freestyle-Battle machen. Bremen, Event, ne, nach dem Event. Dann hat er das Freestyle-Battle machen. Wir hatten ein Freestyle-Battle, das war in Berlin. In Berlin war eine YouTube-Veranstaltung, keine Ahnung, irgendeine Veranstaltung auf jeden Fall. Da war jemand, der meinte, ey, Apo, lass mal ein Freestyle-Battle machen. Meinte, okay, der Typ hat knallhart das Freestyle-Battle verloren. Vorgeschichte war, wir hatten ein Freestyle-Battle gehabt, ich glaube, er war ein bisschen suff, ne? Und er hat absolut verloren. Er meinte, lass Freestyle-Battle machen, ich habe ihn freestyle-mäßig auseinandergenommen. Ist halt so, ist ja nicht schlimm. Ich hatte auch damals so voll so Freestyle-Battle gemacht, ne? Ich war eigentlich absolut schlecht, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall haben wir so ein Freestyle-Battle gemacht. Kam ein Typ, er wollte unbedingt ein Freestyle mit mir. Wir haben ein Freestyle gemacht, Digga, seine Freestyles waren schlecht. Meine Freestyles waren gut, wie man es vom Allerechten kennt. So. Ja, man merkt ja, sein Freestyle, wo er nicht mal die Wörter reimen konnte. Und ich habe ihn auseinandergenommen, richtig clean. Meine Punchlines waren halt wirklich stärker so, ne? Und am Ende hat er wirklich abgrundtief verloren, hat sich ein bisschen lächerlich gemacht. Die Leute haben sich totgelacht, das Publikum. Die Leute haben sogar ihn ausgelacht, weil ich ihn so hart auseinandergenommen habe, Freestyle-technisch. Er war alleine. Ich war mit 6 Kollegen oder so. Das Publikum, das waren alles meine Kollegen. Er hat verloren. Die Leute haben gesagt, du hast verloren. Er hat alleine. Ich war mit 6 Kollegen oder so. Das Publikum, das waren alles meine Kollegen. Er hat verloren. Kollegen, die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie parteiisch sind, ist ziemlich hoch, oder? Es gibt Freunde, die sind neutral und es gibt ApoRed seine Freunde, die würde ich jetzt schon fast nicht als neutral immer einschätzen, weil sie glauben ja immer wohl noch dran, dass ApoRed so ein netter der Typ ist, ne? Die Leute haben gesagt, du hast verloren. Er ist da durchgedreht und meinte, ich tralala deine Mutter, was auch immer. Er hat richtig hart meine Mutter beleidigt, also richtig heftig, auf übelste Art und Weise, wie ich das niemandem gönnen würde. Und er hat dann richtig krass meine Mutter beleidigt, also richtig, richtig, richtig krass. Er meinte, ich biepe deine Mutter, weißt du, ich sag's mal nicht, weil wir haben jungen Zuschauer, bla bla, ne? Du weißt ja, ich bin nicht der Beleidigungstyp. Dann erstmal alle meine Kollegen gucken so schief, weißt du, und dachten sich, oh toll, was hat er jetzt da gemacht, weißt du, und, guck mal, ich bin ehrlich, ich habe ihn da einfach eine richtig doll geklatscht. Ich bin ehrlich, da hab ich einen Typen auch, da war ich ein bisschen handgreiflich, ne? Um es wörtlich zu fassen, ich habe nur so einen gemacht, ich habe wirklich nur einen so einen gemacht, ne? Mehr nicht. Und ich sag euch meine Reaktion, ich habe auch ein Video, das man schon mal erläutert, ich habe ihn eine richtig knallharte. Jeder Politiker immer. Oh, der ist gut, der ist gut. Im Parlament, jo. Die anderen. Wobei, stimmt halt eigentlich auch nicht, ne? Und ich hätte ihn auch wirklich zusammenschlagen können, Leute. Weil ihr wisst, ich bin als Kampfsportler aufgewachsen, nicht als Fußballer. Ich hätte ihn wirklich zusammenboxen können. Ich habe jemanden geschlagen, in dem Sinne. Nicht so doll, ne? Nicht so doll. Ich bin ehrlich, das war eine Backpfeife, ne? Dann habe ich ihn eine Backpfeife gezogen, eine richtig dolle. Der hat auch aus den Zahn geblutet. Sorry, ist halt einfach so. Er hat aufs Übelste beleidigt. Er hat eine Backpfeife dafür bekommen. Es war eine Backpfeife, weil die Person grundlos meine Mutter aufs Übelste beleidigt hat. Ich muss. Guck mal, Chilika Hase, ja klar, wer es glaubt. Aus Prinzip muss ich jetzt irgendwas machen, weißt du, und hab ihn einfach eine Backpfeife gezogen. Er hat sein Handy rausgeholt, hat den Boden geklatscht, meinte, ey, hör mir zu, wenn du deine Kollegen rufen willst, das bringt jetzt nichts, ich würde dir vorschlagen, du haust jetzt ab oder es wird ganz schlimm. Also ich war noch übel korrekt, wirklich. Meine Kollegen meinten noch, du bist übel korrekt gewesen. Dass er die Story mal mit Bremen erzählt hat und mal mit Berlin, ja sei es drum, vielleicht hat er sich versprochen. Und sehen wir auch mal drüber hinweg, dass er sich nicht entscheiden kann, wie oft er nun vorbestraft war vor dem Prank. Sehen wir auch mal darüber hinweg, dass er mal meint, dass seine Freestyles grottenschlecht waren und plötzlich waren sie dann doch wieder gut, wie man es vom Allerechten gewohnt ist. Und sehen wir auch mal darüber hinweg, dass er stolz betont, dass das Publikum ihn zum Gewinner gekürt hat, obwohl das alles ApoRed's Freunde waren. Krasse Leistung an der Stelle. Bisschen komischer fand ich aber, dass er mal von einem leichten Klaps redet und mal davon, dass er so dolle zugeschlagen hat, dass sein Kontrahent aus dem Maul. Das ist Schrödingers Prinzip, oder? Bremen, Berlin, 1, 3, schlecht, gut, Publikum, Kollegen, nicht so doll, knallhart. Das ist doch Schrödinger-Effekt permanent. Schrödingers Katze. Es können auch beides gleichzeitig sein. Es war doll und knallhart. Schrödingers Battle. Boah, ich denke mal schon, das gibt bestimmt coole Lines mit Schrödinger-Style, oder? Er musste. Das, aus Prinzip, ja, denke ich auch immer. Ihm blieb doch gar keine Wahl, er musste. Ja, Gewalt anzuwenden ist ein Muss, klar. Die einzige Gewalt, die ich einsehen würde, ist eine Notwehr. Das heißt, jemand anders hat angefangen zu schlagen. Und auch dann würde ich stark davon abraten, wenn du die Möglichkeit hast. Lass dich 2-3 Mal bashen, ruf die Polizei, geh zum Arzt, oder zu untersuchen und dann cashst du einfach ordentlich ab. Die paar Schmerzen hält man aus, das blaue Auge kriegt man. Aber das Geld, das kriegt man noch geiler. Außer man ist ApoRed und hat kein Geld. Dann hast du natürlich bist du am Arsch. Ne? Muss mich dann mal verabschieden, muss morgen früh raus. Oh, na geht doch alles klar. Ich danke, dass du da warst. Und danke für deine super, super geilen Sprüche da. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, hab schöne Träume. Viel Spaß morgen. Lass dich nicht unterkriegen. Du schaffst das. Und dann ist Wochenende wieder. Gönn dir.
vollgeblutet hat. Aber was eigentlich noch viel interessanter ist, ApoRed behauptet, dass das alles nach dem Battle passiert sei. Das war nicht im Battle, das war danach, Saitopis. Das war nach dem Battle, das war quasi nach meinem Win. Aber die Geschichte stimmt so nicht, denn wisst ihr, was das Lustige ist? Der Typ hat sich bei mir gemeldet. Darf ich vorstellen, Marco aka MV Soldier? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher sollen wir jetzt wissen, dass das kein Fake ist? Nun ja, er hat mir schon 2016 nach meinem Gangtour-Video geschrieben. Hey, erstmal Props für dein Video über die großen YouTuber. Mir ist sowas auch passiert. Es ist in Bremen passiert, nach dem Online-Stars-Event. Da hatten wir auch kurz geredet unten im YouTuber-Raum. Das Problem war hier nur, ich habe diese Nachrichten nicht gesehen, bis ich fast 4,5 Jahre später den zweiten Entschuldigungsteil rausgebracht habe, wo ich die Szene einblende, dass ApoRed vorbestraft ist wegen Körperverletzung. Ja, ich bin auch vorgestraft. Ich bin auch vorbestraft mit einer Sache. Ja, wegen Körperverletzung, weil jemand deine Mutter nach einem Freestyle-Battle beleidigt hat und ApoRed dann ausgerastet ist. MV Soldier hat mir daraufhin nochmal geschrieben und ab da war ich mit ihm in Kontakt und konnte zum ersten Mal aus erster Hand nachvollziehen, wie der Ablauf damals war. Und er hat mir die juristischen Schreiben dazu gesendet. Oh, in denen ging hervor, dass es eben das besagte Freestyle-Battle gab. ApoRed und seine Freunde haben das Ganze sogar gefilmt und später das Material zercuttet und ohne ApoReds Ausraster hochgeladen. Übrigens mit dem Videotitel Battle vs. Besoffenen auf der Straße. Und jetzt kommt's, sie haben sich vor dem Battle darauf geeinigt, dass es keine verbalen Tabus gibt und die Mutterlein kam im Battle. Woraufhin ApoRed nicht mit einer Ohrfeige, sondern mit der Faust zugeschlagen hat. Zusätzlich wurde das Handy aus der Hand geschlagen und MV Soldier wurde dazu aufgefordert, sofort zu verschwinden. Das Battle wurde also durch ApoReds Ausraster beendet. Es geht aber noch weiter, als ihn MV... Aber wen wundert es, wenn ApoRed... Der kleine Apo, irgendwas sagt, weiß man ganz genau, das stimmt von vorne bis hinten nicht. Das stimmt halt einfach nicht. Alles, was ihn gut dastehen lässt, stimmt nicht. Er macht sich ja größer, als er ist. Das ist aber ein typisches Ding bei ihm, ne? Das nennt man den Hasenkomplex. Soldier angezeigt hat, hat ApoRed erneut ein Video gemacht, wo er eben darüber geredet hat, dass er angezeigt wurde und das lächerlich sei. Ich zitiere: Wenn der meint, er könnte den Überdicken raushauen, dann kriegt er einfach eine Besinnungsschelle und er kann froh sein, ich hätte ihn auch wirklich schlagen können. Hätte den Windel weich schlagen können. Ja, große Kunst, wenn 6 Leute gegen einen sind. Na, ApoRed, wärst du auch so mutig gewesen, wenn du alleine vor 6 Leuten gestanden hättest? Du krasser Kampfsportler, der nicht als Fußballer aufgewachsen ist? Weiter sagte er: Hätte den Windel weich schlagen können, aber braucht man gar nicht. So einem Typen braucht man erstmal gar nicht so eine Aufmerksamkeit zu schenken, weil der Typ ist einfach nur krank im Kopf. Und zweitens ist das gar nicht nötig. Er hatte, glaube ich, psychische Probleme im Kopf und so. Aber jetzt zeigt er mich an. Meine Güte, du zeigst mich an. Was bist du für ein Mädchen? Du hast das Video sperren lassen. Das Video war richtig nice. Geil, dass gerade er meinte, dass jemanden anzuzeigen ein Mädchen hat, das Verhalten sei. Obwohl er selber ganze Zeit mit Anzeigen droht, wenn man die Wahrheit sagt. Und dann beschwert er sich noch, dass sein Video von ihm gesperrt wurde, versucht aber selber die Wahrheit bei mir zu sperren. Aber zurück zum ApoRed-Geschwafel. Am interessanten... Ah, diese Doppel... Ey, ohne Scheiß, du musst die ganze Zeit doppelmoralische... schwachsinnige Scheiße von einem Apo ertragen. Ne? Du kannst dir doch das nicht ausdenken. Ohne Scheiß. Wie? Der Typ, der gehört erstmal analysiert, da muss man zum Psychiater gehen und sich wirklich mal durchchecken lassen. Der hat doch irgendwo Probleme. Beim besten Willen, er soll sich behandeln lassen, dann geht es ihm bestimmt auch besser. Niemand muss das ertragen, wenn man sich den Kram nicht anschaut. Ich muss ihn anschauen, weil Mimi, ich unterstütze Mimi. Ich mag ihn. Ich mag ihn total. Interessantesten finde ich, wie das schon 2016 einfach genau das gleiche ApoRed-Schema wie immer war. Alle seine Kontrahenten stellt er öffentlich immer als Psycho und Lügner dar, dem man keine Aufmerksamkeit schenken sollte. Das hat er ja nicht nur bei MV Soldier 2016 oder später bei mir oder auch bei Carina 2020 gemacht. Wer sowas supportet, Digga, der tut mir auch als Mensch leid, Digga. Weil man supportet wirklich einen psychisch kranken Menschen, Digga. Darf man nicht vergessen. Weil ich glaube, Mimi ist wirklich, laut meiner Einschätzung, meine Einschätzungen sind oft 100% immer treffsicher, sag ich mal. Ich glaube einfach, dass er psychisch krank ist. Und ich will diesen Menschen noch nicht unterstützen, Digga. Bin ich halt ehrlich. Ich bin ehrlich, Carina. Weißt du, was ich bei dir denke? Und das gibt es wirklich in der Psychologie, was ich jetzt sage, okay? Ich glaube, dass du diese Lüge schon so oft dir eingeredet hast, dass du schon selbst irgendwie daran fest glaubst, obwohl du im Unterbewusstsein weißt, es ist eigentlich nicht passiert so, aber du verdrängst. Ah, damals habe ich auch schon gesagt, dass es doch. Damals habe ich ja noch keine Reaction gemacht und so. Aber auch damals habe ich das genau gesagt, dass er doch genau das sagt, was er gerade selber ist. Habe ich schon damals gesagt, ich habe es prophezeit, war ja gut offensichtlich. Ne? War ja auch, also für jeden, der ein bisschen logischen Verstand hat und mehr als IQ hat von Prozenten an Bier. Ja, schlechter Vergleich gerade, aber ihr wisst, was ich meine. Der müsste schon checken, dass er sich gerade selber einfach dargestellt hat.
drängst das irgendwie, weil du dich einfach viel zu oft meines Erachtens bei diesem Thema einfach selbst belogen hast. Es gibt wirklich eine Psychologie. Kannst du mal gerne einen Psychologen nachfragen. Und ich würde auch wirklich empfehlen, einen Psychologen aufzusuchen, wenn du bis heute deine Fehler nicht eingestehen kannst. Das hat er auch 2019 bei Reapers nach einem COD-Turnier gemacht. Und zwar hatte ich so ein kleines Problem mit Reapers, einen Kollegen, den ich seit 7 Jahren kenne. Ja, so ein kleines Problem gehabt. Nach längerer Überprüfung, schicksalhafterweise hat sich herausgestellt, wer eigentlich wirklich der war, der am Ende des Tages gelogen hat. Also irgendwie in jeder Aussage stecken Unwahrheiten drin. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein psychischer Knacks ist oder belügt. Oder auch bei Mail und Kyleway in Fortnite. Ja, aber muss man sagen, ein Mail zum Beispiel jetzt, ne, der jetzt hier so irgendwelche komischen Sachen sagt. Also man kann es wieder weiter rein, aber es ist alles so. Manchmal denke ich auch, vielleicht ist es auch gar nicht gebildet und da kann auch nichts dafür. Kann wirklich sogar sein, ich weiß es nicht. Ne? Aber wie gesagt, ein Lügner ist auf jeden Fall. Du bist ein kleiner Spasti. Du bist psychisch krank, du kleiner Bruder. Bei dir wird es niemals in deinem Leben laufen, Digga. Niemals wird es in deinem Leben laufen. Bei uns wird laufen. Ja, immer cool bleiben, ne? IQ nähert sich der Raumtemperatur bei offenem Fenster an. du konntest ein bisschen überlegen, der Spruch ist nice, der ist mir spontan nicht eingefallen. Ja, aber nicht, du kleiner Schwanken, Digga. Das ist so ein Bluffer, ich hab immer so einen Bluffer gesehen. Wenn irgendjemand ein Video macht, rein theoretisch auch über mich und sagt, ey, Red ist der größte Spaß, er hat keine Ahnung, er hat mich um ein paar Sneaker abgezogen. Wisst ihr, was ich meine? Erstmal muss man fragen, stimmt das überhaupt? Weißt du, wir leben in einer Welt von sehr vielen Lügnern. Das sind halt am Ende des Tages einfach nur unnötige Lügen gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ich denke so, alle anderen lügen, er lügt nie. Chat-Privileg. Mist, wir sollten das mal switchen. Warum soll ich drauf eingehen? Guck mal, es wird immer sowas passieren. Ich bin einfach nur 200.000 Abonnenten. Warum stellt man alles so negativ und falsch dar und lügt einfach? Und das war einfach ein dreister Lügner. Ich schwöre euch bei Gott. Ja, und das altbekannte Gottschwören darf natürlich auch nicht fehlen. Und auch das Fame, Geld und Aufmerksamkeitsgeilheitsargument gab es da auch schon wieder von UpRed. Sowie auch Drohungen und Druck aufbauen, ohne auf Videoinhalte einzugehen. Der Kanal ist auf meinen Nacken gerade aufgebaut. Auf Hassrede. Du willst einfach nur, dass Leute hassen und haten. Du willst irgendwie unnötig Welle machen. Du willst Stress, Digga. Du willst Stress mit der Red Army. Kein Problem, Freunde. Jetzt kommt hier, okay? Es geht dir nur um Fame. Du willst also Fame, Digga. Darum geht's dir. Du willst keine Gerechtigkeit. Oder sag doch einfach, was du willst. Du willst Fame. Du hast sogar hier ein bisschen was bekommen. Ich sorg dafür und die Red Army wird dafür sorgen. Du bist so Fame, Digga. Kriegst du sogar von mir einen Titel, okay? So wie ich den Titel der echte Arme, kriegst du sogar von mir einen persönlichen geilen Titel von der Red Army überreicht, okay? Die kommentiert erstmal für dich. Fame. Weil du bist eine Fame. Du machst nur Videos nicht aus Gerechtigkeit, du willst nur Fame, Digga. Deswegen bist du eine Fame. Ganz einfach, die Zeiten sind vorbei. Du willst Fame? Du hast jetzt den offiziellen Titel Fame. Du wirst ab jetzt in allen deinen Videos diesen Kommentar Fame. Das Video 10 Minuten 15, das Video 10 Minuten 4, Digga. Das heißt, du bist nicht meine Fame. Du bist sogar eine geldgeile Fame. Digga, das heißt, jetzt haben wir sogar fast einen neuen Titel für dich. Du bist ein geldgeile Fame. Ich kann die Videos so in einer Sekunde striken lassen, auf entspannt, und das mache ich sogar auch. Aber ich bin korrekt, du hast 24 Stunden Zeit. Du hast 24 Stunden Zeit, alle Videos, ne, mit meinen rechtlich geschützten Marken, sprich Apokalypto, Apokalypto, was auch immer, alles kannst du da rausnehmen, entspannt. Und keiner von der Red Army wird dich jemals wieder Fame oder sonst was nennen. Oder Option 2, du bleibst weiter eine Fame. Ignorierst natürlich das und wirst bis zum Ende deiner YouTube-Karriere den Titel Fame haben, ganz entspannt. Mach deine Videos weiter, Digga. Und die Videos werden weggestrikt. Bei 3 Strikes wird der Kanal auch gelöscht. Und dann juckt mich das auch gar nicht. Dann juckt mich das auch gar nicht mehr. Du hast deine Chance gehabt, 24 Stunden. Ganz entspannt, Digga. Die Red Army wird auf jeden Fall mit ein paar netten kommen. Alter, wie der aber auch immer droht. Er denkt wirklich, er hatte die größte Macht dieser Welt. Wie gesagt, nachdem Mimi alles aufgeklärt hat, hat der gar nichts mehr. Und dafür braucht man kein permanentes Spamming von Fame-Hure, sondern einfach nur die Wahrheit. Einfach nur die Wahrheit. Denn Fakten lügen nicht. Deswegen ist auch UpRed kein Fakt. Er ist etwas anderes. Er ist, ja, ein Fake-Hase. Kommentaren auf jeden Fall deinen Kanal auch geschmücken. Lustigerweise sind Kyleways Videos immer noch online, war mal wieder nur Einschüchterungsgelaber vom Allerecht. Es ist viel zu krass, wie viele Parallelen es bei gefühlt allen UpRed-Beefs gab. Der spielt einfach immer das gleiche Bullshit-Programm ab. Aber zurück zu der Bremen-Story. Jetzt passt mal auf, wie gestört das eigentlich ist. Er hat die Bremen-Story in dem Carina-Belästigungskontext erzählt und das als Argument genommen, dass sie lügt, weil er ja schon bewiesen hat, dass er Sachen nie abstreitet. Warum erzähle ich gerade die Story? Diese Person hat mich angezeigt. Diese Person hatte keine Zeugen. Wisst ihr, wie viele Zeugen ich hatte? Etwa 6 Leute. Ich hätte auch sagen können, stimmt nicht. Ich hätte dir einen Anwalt nur einmal kurz Bescheid sagen können, der hätte das easy geklärt. Wenn ich ein dreckiger, unehrlicher Penner wäre, hätte ich das gemacht. Ich wäre ein richtig ekliger Typ, weil ich finde, man sollte dann auch gerade stehen. Und ich bin dafür gerade gestanden und habe eine Strafe dafür bekommen. Ich glaube 50 Tage. Oh. Nee, ich weiß gar nicht, vielleicht auch 90. Ich glaube, das war 90. 90 Tage Sätze. Also ich habe schon bewiesen, dass wenn ich mal Scheiße gebaut habe oder was Dummes gemacht habe oder eine Strafe bekommen habe, habe ich bewiesen, dass ich dafür gerade stehe und dass ich das nicht leugne. Ich leugne keine Sache. Ich leugne es nicht. Ich konnte es leugnen und ich habe trotzdem gestimmt. Also es hat das die Realität beweist. Also hat bewiesen, ich habe gar nicht nötig zu lügen. Habe ich gar nicht. Brauche ich auch gar nicht. Juckt mich auch gar nicht. Ich scheiße auf Leute, die dann sagen, also wenn jetzt jemand behauptet, Red hat so gemacht und hat keine Beweise dafür und hat nur irgendwelche billigen Indizien. Oh, ich kriege richtig, richtig Hirnsynapsen, Schmerzen. Man merkt schon, ich bin total down, Alter. Das ist... Oh.
Wir hätten doch nicht so schwere Kost am Abend genießen sollen. Wenn jemand das glaubt, ist er von mir aus lost und ganz ehrlich, da kannst du von mir aus einfach verpissen. Dabei hat er beim Erzählen der Story einfach gelogen und nimmt das als Argument, dass er in der Carina-Sache gar nicht lügen könne. Sag mal ehrlich, Leute, wie krank ist das bitte? Und noch kurz zum Strafbefehl, da ist auch nochmal von körperlicher Misshandlung und auch von einem ungerechtfertigten Faustschlag ins Gesicht die Rede. Er sollte 50 Tagessätze bezahlen. Ein Tagessatz entspricht übrigens dem Nettoeinkommen pro Tag. Das Gericht hat eingeschätzt, dass ApoRed 8 Euro am Tag verdient und deswegen 400 Euro zahlen muss. Der hat doch Glück, oder? Der hat doch Glück. Das kann, 400 Euro, das ist ja gar nichts. Als wär's ein Azubi. Oder? Euch mal überlegen, das Gericht dachte, dass ApoRed 240 Euro pro Monat verdient. Das erinnert mich an sein Bombenprank-Gerichtsverfahren, wo der Multitrilliardär meinte, dass er monatlich nur 1700 Euro verdiene und gleichzeitig davon online geredet hat, dass er fünfstellig verdient. Ungefähr kann ich das so sagen, fünfstellig. Das heißt nicht 2.000, 3.000, sondern so ab 10.000. Jetzt nicht 80, 90, sondern so 10, 20. Ich sage es keine genauen Zahlen, aber so Pi mal Daumen. Wie man als Gericht so reinscheißen kann und wie man als ApoRed so viel Glück bei den Strafen haben kann, verstehe ich. Man sagt immer, Dummheit hat Glück. Ich bis heute nicht. Aber was ich noch weniger verstehe, ist, wie man bei einem Freestyle-Battle so ausrasten kann. Besonders, wenn man sich vorher sogar auf die Tabulosigkeit geeinigt hat. ApoRed ist ja sowas von labil und der macht dann im Internet Ansagen über emotionale YouTuber. Was für Leute, die hier schauen? Also wirklich, distanziert euch von diesen... Ach stimmt. Gestalt. Ich wusste gerade gar nicht, warum wir bei dem Thema sind. Jetzt, wow. Diese Leute sind doch alle komplett kaputt. Psychisch sind die Frack. Also komplett labil. Das sind doch keine Kerl, das ist absolute Putz. Das sieht man auch sofort. Da fiel mir teilweise die Worte, ich kann mich da nicht einsetzen, weil sehr stark bin als Charakter, muss ich auch sagen. Genau mein Humor, was bei dem Ausraster wahrscheinlich auch noch mit reingespielt hat, war der Drang, sich vor seinen 5 Freunden mit seiner Pseudomännlichkeit zu profilieren. Zumindest scheint er das Bedürfnis heute noch zu haben, immer den Alpha zu spielen, vor dem alle Angst haben müssen. Hier zum Beispiel bei KuchenTV. Auch von so einem KuchenTV, der kleine Goofy, ne? Wenn er so am Rande mitbekommt, dass er ihn kritisiert und sagt, ja, du bist Broker, wir gehen da hin. Und Digga, halt deine Schnauze, du machst deine Videos da zu Hause irgendwie bei einer scheiß Wand oder was auch immer. Hier ist gar nicht raus wahrscheinlich, Digga, weil du Angst hast, dass ein Apo-LD kommt und dir ein paar Nacktklatscher gibt oder whatever. Oder bei dem TikToker Engelsgesicht. Du redest vom Mann, aber sagst, du bist Peter Pan. Ich bin kein Peter Pan, ich bin ein richtiger Mann. Ich bin ja, das auch scheiße labert im Internet. Natürlich schaut das so aus. Aber warum ist dieser Engel so komisch, Bruder? Nimmt er irgendwie so Drogen oder so? Kann das sein? Der ist irgendwie ein bisschen ein. Ich hasse diese typische Protzmännlichkeit. Das ist so. Oh. Weißt du, ich habe das Gefühl, immer viel Muskel, wenig Hirn. Und genau dann kommt sowas raus. Finde ich echt schrecklich. Sau unangenehm. Nein, der ist eigentlich korrekt privat und so, aber manchmal... Ja, ist direkt guck mal, das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass du korrekt, aber ich will keine Leute zu hinschicken und so, weißt du, was ich meine? Ergebnis ist dabei. Da wurde nicht, als Hamburg ist, Bruder, ich sehe ihn auf einmal, du weißt, Bruder, du siehst ja, ne, stabiler Typ und so. Ich bin immer gegen Gewalt und so, ne, aber einige Leute gehen ein bisschen zu weit, Bruder, du weißt, so, wenn man sich ein bisschen rumfragt, ich kann auch mal schubsen, so. Oder auch bei mir! Ich mag den Typen gar nicht, Mimi. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Ja, ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell Leute aus Hamburg wissen, meine Leute sind behindert gefährlich. Ne? Also so, also könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gefährlich die sind. Das ist so, du kriegst Angst. Man kriegt Angst. Wirklich Angst und ich laber keine Scheiße. Ne? Naja, ich würde auch Angst bekommen, wenn die meisten die Hände gegen die Wand rennen, weil sie zu doof sind, die Tür aufzubekommen. Sachen machen, Digga. Könnte nur einfach schnipseln und würden verrückte Sachen passieren. Lustigerweise, wenn andere Leute versuchen, mit Rückenpolitik zu kommen, sind das für ApoRed aber dann keine echten Männer. Mach da voll die Filme, pass auf, wenn ich kenne, ich ruf gleich den. Dann sage ich, Junge, hör mir mal zu. Dieses, ich ruf den, das machen nur schwache Noobs. Das machen Bots. Bots reden so nach dem Motto, weißt du? So dieses, ich ruf gleich den. Wenn du ein Mann bist, Bruder, du brauchst nicht irgendwelche Leute rufen. Und in seinen Augen habe ich die pure Schauspielerei gelesen habe ich das. Weißt du, da wusste ich, Digga, der Typ labert nur Scheiße. Erzählt was von, ich bin mit ganz Deutschland connected, ich kenne alle, ich bin gefährlich nach dem Motto, pass auf und hier und da. Jemand, der wirklich so gefährlich ist, jemand, der wirklich brutale Leute hat, der pusht die ganze Zeit damit auf Druck. Jemand, der wirklich so auf krass macht, auf dieses Rückenpolitik, ich ruf den, der würde doch nicht auf TikTok, wenn dir ein, zwei Wörter fallen, die ganz neutral sind, rumheulen und auf dieser Schauspielerei Anrufpolitik machen. Deswegen wusste ich, purer Schauspieler, Bluffos, Schlechtos. Junge, was du beschreibst, bist genau du. Und by the way. Aber dieses Hassen. Es fällt doch auf. Er sagt immer genau das, was er über sich selber denkt. Das ist doch offensichtlich. Also bitte, Leute, denkt doch ein bisschen nach. Er redet doch nur von sich selber. Hassen ist eine andere Emotion. Das ist dieses, du wünschst dir noch was Schlechtes, du willst die Person nerven. Das ist schon, du weißt, was ich meine. Das ist gar nicht unsere Art, weißt du? Weil wahre Hasen, richtige Macher haben diese Art gar nicht. Ich würde sogar behaupten, dass ich ihn hasse. Aktuell hasse ich ihn, 100%. Du bist der größte Widerspruch in sich, Mann. Und während er bei anderen die Männlichkeit in Frage stellt, wie kann man sich als angeblicher Mann, oder ich weiß nicht, das sieht das nicht wie ein Mann aus für mich? Muss er bei sich immer betonen, dass er ein richtiger Mann ist? Ich bin ein richtiger Mann. Natürlich schaut so aus. Ich sehe mich als eine sehr starke männliche Person. Ich bin nach wie vor, wie immer, einmal ein sehr fleißiger Mann. Wusstet ihr eigentlich schon, ApoRed ist so maskulin, sogar sein Alter ist super männlich. Wie alt bist du? Ich bin Ende 20. Also, super männliches Alter.
Cool Story, Bro. Aber kommen wir nochmal zu dem Container-Video, wo er über seine tollen Besitztümer redet. Wir wissen, Abo. Ende 20 ist super männlich. Was ist denn für einen Mann das richtige Alter? Das muss man sich echt überlegen. Es gibt es nämlich gar nicht. Weil, das ist ganz einfach. Manche kümmern sich um seinen Körper erstmal im höheren Alter. Also ich hätte zum Beispiel schon etwas früher Sport machen können, fange jetzt erst mit Anfang 30 an. Ja, dann gibt es Menschen, die halt geistig vielleicht noch etwas zu kindisch sind und nicht so männlich. Also ich sage übrigens männlich in Anführungsstrichen, weil was ist denn männlich? Das ist eine Definition, die jeder für sich selber anders hält. Der typische Klischee-Mann ist muskulös, groß, immer gut gepflegt, am besten einen schönen Anzug, am besten auch noch, ne, also auch noch gut Geld verdient, kennt sich mit Autos aus, ist handwerklich begabt. Typische Männersache, ne? Das ist der Klischee. Interpretiert aber jeder anders, ne? Also manche, man kann auch sagen, man ist ein Mann, auch wenn man breiter gebaut ist, wenn man halt nicht zum Beispiel handwerklich begabt ist und dafür aber nur kochen kann. Das ist trotzdem männlich. Es ist halt eine andere Perspektive. Was ist schon männlich per se? Es reicht, wenn du einen Dongle hast, dann bist du schon ein Mann. Ende. Alter. Der Typ hat keinen blassen Schimmer vor Tuten und Blasen und haut solche Sachen halt einfach raus. Also, ganz ehrlich, ich bin froh, dass er nicht überlegt, noch ein Kind zu bekommen, weil ganz ehrlich, diese Takes sind schon echt weird und die würden gegebenenfalls in der Jugend schon vielleicht schaden. Wenn natürlich ein Kind, also wäre natürlich schön, wenn es, ja, ihr wisst, was ich meine, ich wünsche niemandem was Böses. Super rich, ne? Und das ist ja auch der Fall, das ist ja alles cool. Da habe ich jemals gespielt, das Brutalste vom Brutalsten, das Wertvollste vom Wertvollsten. Digga, habe ich nie gezeigt. Habe ich nie gezeigt. Digga, ich weiß, dass viele Hater, ich weiß, viele machen Auge und so. Digga, ihr wisst gar nicht. Also, ihr wisst es einfach nicht, ne? Also, allein nur 30% von einer Firma, an der ich beteiligt bin, ist mehr wert als alles, was ihr wahrscheinlich gesehen habt. By the way, diese Aussage ist wirklich komplett inhaltslos. Ich kann auch sagen, dass ich Anteile an Apple, Microsoft oder Google habe. Und 30% dieser Unternehmen sind ja zig Milliarden wert. Das sagt doch aber überhaupt nichts über mein. Oh, ich hab's gerade auch mit Aktien. Oh, Scheiße, da wollte ich. Fuck, muss ganz kurz mal schauen. Sorry, jetzt ist es natürlich schon zu spät. Ich hätte vor 21 Uhr nochmal schauen müssen. Boah, seit dem Update bei Trade Republic geht es nicht mehr richtig. Habt ihr auch zufällig was das Problem gerade? Na, ist das nervig. Nee, ich bin nämlich bei einer Aktie drin, die ist erst vor kurzem gestartet. Hätte am Anfang richtig fett abcashen können. Muss ich einfach sagen, ich hätte richtig fett abcashen können. Jetzt nicht im fünfstelligen Betrag, weil so viel, ich bin nicht so größenwahnsinnig und investiere einfach ultra viel Geld ohne Sinn und Verstand, sondern habe einfach nur ein bisschen Geld reingesteckt und das ist plötzlich in die Höhe geschossen. Und ich dachte, komm, lass das Geld drin. Hätte ich verkaufen sollen und dann kam ich plötzlich Minus und jetzt, heute kam eigentlich wieder ein Zeitpunkt, wo es dann im Plus war, bevor es wieder richtig abging, nach unten ging und jetzt wollte ich eigentlich schauen, wie gerade der Stand ist. Aber dadurch, dass, ja, Trade Republic leer, zack, egal. Die Börsen sind sowieso geschlossen, also scheiß drauf. Meine Anteile aus, vielleicht habe ich nur eine Aktie im Wert von 120 Euro. Damit habe ich ja Anteile an der Firma, bei der 30% ganz viel wert sind. Aber schauen wir uns mal weiter sein Gefasel an. ApoRed bleibt dabei, dass er Multimillionär ist und mehr Geld verdient als alle anderen. Aber wie gesagt, ich werde bald ein Video machen auf jeden Fall. Den Simon ist bald deaktiviert, das ist gerade alles im Prozess. Und da wird man noch sehen, warum, wie, was, bla, bla. Und dann wird irgendwann ein bisschen geleakt, da wird ein paar Warehasen geleakt, ne? Wie viele Millionen am Start sind. Was für Sachen machst du businesstechnisch? Digga, wird bald alles rauskommen. Also wird bald alles rauskommen. Ganz entspannt. Es gab angeblich irgendwelche Goofies, die meinen, ja, Red hat das gemacht. Typischer Ansagehase. Und du bist da und da drin, alles cap, alles cap. So, was ich alles mache, das weiß man gar nicht. Das ist so an der Kamera, ich würde mal selbst liegen. So. Das wird wie aus dem Nichts kommen. Da kann ich auch so auf lecker ein paar Umsätze raushauen. So. Ein paar super Nullen, so ein paar. Null, die meisten Twitch-Streamer, hinter den stabilen Millionenzahlen. Und ich werde auch so, ich werde auch entspannt, nicht mal für die Hate oder so. Digga, wenn ich ganz entspannt irgendwann einmal so hier ein bisschen zeige, wo ich ein bisschen beteiligt bin. Digga, oh Gott, diese Unges, und die alle anderen heißen, die ihre Kondome da nebenbei verkaufen, die werden kotzen und sich denken, Digga, der Typ ist ein Motherfucker. So werden die denken. Aber ich lache über die. Nee, die lachen über dich. Und Kondome könntest du bei deinen ganzen One-Night-Stands ruhig auch mal benutzen. Sonst wundert sich Prinzessin Puma irgendwann, warum auf einmal die Mulle juckt. Boah, einer scheint Trimax war halt nicht pleite wie ihr. Also Bruder, mir geht's top. Ihr werdet ja sowieso bald erfahren, ne? Also ich glaube nicht, dass ein Typ mehr umsetzt als ich. Wie findest du Elotrix aber? Boah, Elotrix habe ich früher gefühlt, mittlerweile fahre ich in null. Ne? Also
Das heißt, du magst ihn jetzt gerade, wie er ist, gar nicht? Nee, also jetzt will ich ihn sehr abstoßen, 100%. Also November habe ich siebenstellig gemacht. Ja, also, Firmenanteil. Also die Umsätze. Aha, siebenstellig gemacht, Janni, ist klar. Klar, der hat mehr als 100.000 verdient in einem Monat. Mhm. Erzähl es deiner Großmutter. Ich glaub dir nicht, wie immer. Wir glauben ihm gar nichts mehr, Leute. Ein kollektives Nicht-Glauben an ihn, oder? Wir treffen uns mal alle zusammen und sagen, hey, wir glauben dir nicht mehr. Mit den Firmenanteilen. Und wenn man das nochmal reduziert auf 300%, bla bla, also schon extrem hoch, extrem hoch. Ich bin zufrieden, ja. Es geht immer weiter zu dem Mond. Hey, Essen, so, die sind ja alle cool und lustig, alles wirklich. Aber Bro, du bist in diesem Business schon, der Ramonte noch, weißt du, da in der Entzugsklinik, als du schon famous, weißt du, was ich meine? Er haut aber die Schuhe gegen Worte. Ja, aber es ist doch so, retalk jetzt mal. Also guck mal, also auf meine Backstory angelehnt, ne? Ich bin, seitdem ich ungefähr 12 bin, glaube ich, selbstständig. Ja genau, und mit 13 warst du dann wahrscheinlich schon in der Forbes-Liste neben Bill Gates. Das Lustige ist, wenn ein anderer... Ah, komm, also ganz ehrlich, selbstständig. Man hat Zeitungen ausgetragen. Also mit 13 darfst du frühestens anfangen zu arbeiten, aber auch nur so die kleinen Sachen. Und wow, wer hat denn nicht mit 13 schon angefangen, Zeitungen auszutragen? Also ich weiß nicht, ob das typisch ist. Wir kommen jetzt halt aus nicht so extrem finanzstarken Familien. Und ich habe mit 13 Zeitungen ausgetragen. Ich hatte kein Taschengeld. Ich habe mit 13 mein eigenes Geld verdienen müssen, weil sonst hätte ich nichts gehabt. Was heißt hier nichts? Ich konnte trotzdem jeden Tag essen, habe trotzdem Kleidung bekommen. Also mir hat nichts per se gefehlt. Ich konnte mir nur nicht zusätzlich etwas leisten, was im Grunde nicht notwendig wäre. Ne? Hey, also hast du vor, mich zu war absolut. Nein. Was? Hast du sie noch alle? Hey, guter Scherz, das ist der Prinz Puma. Oh nein, jetzt muss ich. Puh, ich muss aufpassen, dass ich kein Nachtflash bekomme. Wenn ich sowas lese, dann, boah, der hat mich gerade gekillt, danke. Nee, aber ganz ehrlich, wer hat denn nicht trotzdem mit 13 schon vielleicht Zeitung ausgetragen? Egal, ob man Geld hatte oder nicht. Und er hat für sich halt noch was zusätzlich geholt. Ich bereue es immer noch, dass ich natürlich keine Bitcoins damals gekauft habe, für die 0,000 irgendwas sind. Ich bereue es natürlich, also wer nicht, ne? Da wäre ich wirklich ein Millionär im Gegensatz zu einem ApoRed. Aber schlussendlich, also, wow, das ist nichts Besonderes. Es wäre was Besonderes, wenn man es wirklich wüsste. Wenn er wirklich Unternehmer wäre, aber das, was er jetzt gerade die ganze Zeit raushaut, ist ja bis jetzt stunken und erlogen. Er konnte nichts nachweisen, hat nie nach was nachgewiesen und der hält sich halt für den Größten und ich raff's einfach nicht. Das ist schade. Ich raff's einfach nicht. Warum kann er nicht einfach mal klar Schiff machen? Hey Leute, ich bin ein absoluter Schwindler, ich habe so viel Scheiße gebaut, auf YouTube absolut jeden angelogen, nur gescammt, ich gelobe mir Besserung und dann fängt er an mit seinen Pranks, die nicht gefährlich sind oder sein Döner-Testing ist doch scheißegal. Dann soll er neu anfangen und Ende. Aber so will ich, also ganz ehrlich, ich werde ihn niemals, wenn es ein nicht relevantes Video ist, werde ich ihn never ever schauen. Und ich empfehle auch jeden, schaut ihn nicht an. Erst wenn er klar Schiff macht. Nur die Relevanten. Also relevant heißt, wenn irgendwas krasses Statements wieder versucht rauszuhauen, was natürlich absolut zum Lachkick ist. Ne? Also kennt man ja bei ihm. Das zum Beispiel. Bitte. Ich auch zweimal die Woche im Winter. Aber nach ein paar Mal musste ich aufhören, weil durch die Schneestapfen alleine mit Schlitten voller Zeitung, das hat mich fertig gemacht. Hat mir aber meinen ersten Schlittschuh finanziert damals. Also witzigerweise, ich bin durch Winter ordentlich durchgerast mit dem Wagen. Scheiß drauf, ob es so Ringe von Schnee auf den Rädern war. Ich bin durchgerast. Ich fand, Zeitung austragen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, war nicht der beste Job, muss man sagen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht eine Zeit lang. Bis dann die Preise runtergingen und du immer mehr machen musstest für weniger. Also, sorry, aber das Geld... Ich hatte damals irgendwann einen Zeitungsjob, wo ich die Werbung selber einsortieren musste. Die Zeit waren ungefähr, glaube ich, 8 Stunden pro Woche. Sind 8, 16, 24, 32 Stunden für gerade mal 60 Euro. Ich will dir jetzt nichts sagen, aber der Stundenlohn ist schon recht gering, ne? Übrigens, diese 8 Stunden beinhaltet 6 Stunden Scheiß sortieren, je nachdem der Werbung, vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt. Vielleicht nicht 8 Stunden, es waren schon ein bisschen weniger. Ich habe es natürlich jetzt überspitzt. Es waren dann schon eher 5-6 Stunden im Pi mal Daumen. Aber wow. Auch ehrliche Statements könnte man ihm noch
nicht abkaufen. Siehe 3,6 Millionen Steuerschulden. Ja, er hat jetzt. Ich will auch keine Statements. Ich will ein Entschuldigungsvideo, wo er alle Sachen, die er kritisiert wurde, sich nach und nach dafür entschuldigt und Ende. Das ist ein einziges Statement, was ich jetzt noch von Ihnen hören möchte. Davor glaube ich Ihnen gar nicht mehr. Ende. Hatte kein Rad, zu Fuß durch hohen Schnee als Mädchen, den ganzen Schlitten voller Zeitung. Okay, ja gut, das ist, wenn du keine Zeitungswagen hättest, natürlich, dann das, verstehe ich das auch irgendwo. Außerdem, ja gut, nach dem Winter, dann hätte ich halt über Winter gekündigt und wäre dann wieder im Sommer gegangen. Wäre zumindest auch eine Idee gewesen. Mit etwas pusht und sich über ApoRed stellt und selbst wenn es nur TikTok-Punkte sind, dann flippt ApoRed. Und Leute, denkt dran, ich habe jetzt Prinz Puma als Follower. Also wenn das nicht geil ist, Red aus und schwingt die Moralkeule. Du hast die wenigsten Punkte hier. Ja, okay, das zweite, aber das ist hinter mir. Ich hab die wenigsten Punkte. Bruder, du bist, guck mal, gucken. Du bist auch wieder so einer, der profiliert sich nur durch Geld, durch Punkte. Immer nimmst du irgendwelche Gegenstände, push dich damit. Bruder, ich push mich mit Werten, ich push mich mit Charakter, mit Moral. Klar. Du kannst dich immer nur... Schneller, danke schön. Ich hab mein Handy wegen dir weggeschlagen. Richtig auf, Leute. Er pusht sich immer... Oh, ich hab mehr Punkte als du. Junge, du bist so ein... Ash, von wegen immer der reale, coole Hase. Die Entscheidung konnte man nicht ernst nehmen. Allgemein kann man schlecht sagen, nur Aussagen, die man hören möchte, glaubt man ihm. Wäre zumindest mal der einzige Anfang, den er noch machen kann. Alles andere ist für den Arsch. Ist halt so. Ein fragiler Clown und kannst das nicht mal verstecken, aber auch nicht dazu stehen. Was machst du überhaupt auf Social Media? Red, sag mal ehrlich, meinst du, du hast mehr Cash als Kuchen? Sag mal ehrlich, Red. Also, ich habe definitiv mehr Besitz und Cash, 100%, ja. Ja, und wie man merkt, auch mehr Ego-Probleme als alle zusammen. Das Beste ist aber, wie er das begründet. Stark. Ich musste meine Immobilien nicht über Finanzierung Wow. Eine Hausfinanzierung hat gar keine Aussagekraft darüber, ob man mehr oder weniger Geld als jemand hat. Selbst ein Monte hat einen Kredit bei der Bank aufgenommen und sein Haus in Raten bezahlt. Obwohl er im Vorjahr die Nummer 1 auf Twitch und generell mega erfolgreich war. Also ganz ehrlich, ich will auch endlich mal eine Wohnung oder Haus finanzieren, aber wir sind jetzt gerade dabei, ein bisschen uns zu informieren. Das Problem ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, wir verdienen gemeinsam zusammen echt zu wenig, obwohl wir eigentlich ein guter Durchschnitt sind. Das ist so irritierend, wie viel alles heutzutage kostet. Das ist so geisteskrank. Also ganz ehrlich, ich bin immer wieder erschrocken, wie manche Leute das wirklich stemmen und das mit einem Job, der wirklich nah an der Mindestgrenze ist. Ganz ehrlich, ich muss sagen, auf manche Menschen muss man einfach sagen, ich bin stolz drauf, dass die das wirklich durchstellen, ohne Probleme. Ich weiß nicht, wie die das machen. Geisteskrank geil. Muss man einfach sagen. Respekt an alle, die wirklich nah an der Mindestlohngrenze arbeiten. Wirklich. Also top on top. Das ist echt krass, was die Leute machen für das Geld. Das ist wow. Also man muss einfach sagen, ohne die würde nichts laufen. Ist halt so. Jeder Mensch macht etwas Wichtiges. Auch wenn es vielleicht nicht gleich offensichtlich ist, aber jeder macht was Wichtiges. Und die, wo am Mindestlohn arbeiten, die machen nicht nur was Wichtiges, sondern sie machen das auch noch für wenig Geld verhältnismäßig. Und das muss man einfach da honorieren. Also dafür auf jeden Fall mal Respekt. Also wow. Wer jemanden abwertet, nur weil er einen anderen Job hat, der vielleicht weniger verdient, geht gar nicht. Geht einfach gar nicht. Dafür kenne ich zu viele tolle Menschen, die halt solche Jobs ausüben. Ich habe selber den Job auch ausgeübt mal. Also zum Beispiel, wie gesagt, Einzelhandel kenne ich sau viele Menschen. Die machen einen tollen Job, obwohl sie nicht so viel verdienen und gehen trotzdem mit einem Lächeln dahin. Und ihr wisst ja heutzutage, Kunden sind Arschlöcher. Und trotzdem lächeln sie und machen ihren Job. Einfach dafür große Props einfach. Ich verabschiede mich mal. Und es wird gute Nacht zusammen und viel Spaß. Gott, danke für deinen geilen Lurk. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schöne Träume und vor allem ein wunderschönes Wochenende. Genieß das und hoch die Füße, denkst dran. Hoch die Hände, Wochenende, genieß die Zeit und bin froh, dass du auch mal wieder jetzt öfter streamst. Aha. Nicht wieder immer so auf Dienstreise, Alter. Weißt du, der Dude hier fliegt erste Klasse, weil er es kann. Bar bezahlt, sondern ich habe den Kredit bei der Bank aufgenommen und muss das über 10 Jahre abbezahlen. Vorher. Immobilien über eine Finanzierung holen ist ganz normal, selbst wenn man die Kohle hat. ApoRed, ich kann dir aber sagen, was... Aber warum ist das so? Das weiß ich gar nicht. Also die Erklärung wäre jetzt nicht schlecht. Warum finanziert man, statt einfach das sofort zu zahlen? Liegt das wegen der Abschreibung vielleicht? Oder woran liegt das genau? Das würde mich echt mal rasend interessieren. Weiß das vielleicht jemand?
dass Monte, Kuchen, Trimax, Elotrix oder Unge niemals in Raten zahlen würden. 2000 Euro Ordnungsgeld, wo du extra eine Ratenzahlung beantragt hast und selbst das bis heute nicht stemmen konntest, du Finanzpuma. Und nochmal kurz zu der Sache, dass ApoRed seine Immobilien nicht über Finanzierung holen müsse. Ich konnte bei allen Immobilien, die ApoRed als seine ausgegeben hat, ganz klar belegen, dass er sie immer nur gemietet und nicht gekauft hat. Erst viel später, nach meinen Videos, hat er davon geredet, dass er ein, zwei Häuser gemietet hat. Ja, ich hatte mal ein Haus zur Miete, sogar zwei. Boah, da hast du auch, Digga, echt viel Geld gezahlt. Da bist du bei 2 Mille oder so. Minimum. Ja, ja. Im Monat. Es ist so. Oh, warum sagt immer 2 Mille, Alter? Das nervt mich voll. Für wenig Geld und oft auch leider viel zu wenig Respekt. Ja. Wie du schon sagst, braucht man jeden Job. Egal wie körperlich anstrengend, geistig formend, fordernd, psychisch belastend, etc. Jeder trägt seinen Teil zur Gesellschaft bei. Und ja, je schlechter man den Job findet, desto dankbarer sollte man sein, dass jemand diese Arbeit für einen auf sich nimmt. Tolle Zusammenfassung. Tolle Zusammenfassung. I love it. So. Super, super, super geil. So möchte ich das. Und wer so denkt, ist auf jeden Fall mein Freund. Wer so denkt, den respektiere ich. Wer anders denkt, wer andere Jobs als minderwertig bezeichnet, der kann auch schon gleich Kreide holen gehen und ist mir scheißegal. So seltsam, dass er damals aber von ein, zwei gekauften Häusern geredet hat. Die nächste Frage ist von Gio720030. Wie viel hat dein Haus gekostet? Für die beiden Häuser, ne, die ihr bisher gesehen habt, ne, man zahlt im Schnitt ungefähr, wenn es gut läuft, zwischen 400 und 600.000 Euro. Mit YouTube kannst du Geld verdienen, sogar gut Geld, wenn du das gut machst, gerade mit meiner Reichweite, aber auch nicht so viel, dass du dir ernst 6-7 Autos leisten kannst. Daneben nochmal ein, zwei Häuser kaufen kannst, daneben nochmal noch mal 500.000 da investieren kannst, nochmal, keine Ahnung, 300.000 da, kannst du nicht. Na? Und Insider und Leute, die mich lange kennen, Freunde wissen ja, dass ich ja nicht nur YouTube mache, sondern auch nochmal 6 weitere ernste Unternehmen führe. Und obwohl er nach meinen Videos gesagt hat, dass er ein, zwei Häuser gemietet hat, behauptet er in einem anderen Stream wieder, dass er Häuser immer ohne Finanzierung kauft. Das Haus bezahlt. Digga, ein Haus wird immer straight bar gekauft, Digga. Finanzierung gibt's aber leider nicht. Während er in seinem Sozialbau streamt und sich seine Situation vorher schön geredet hat, indem er meinte, dass er Häuser gar nicht mag und auch keine 2 Stockwerke. Ich mag keine Häuser. Ich bin mein Leben lang oft in Häusern gewesen, sage ich mal so. Aber Häuser finde ich nicht. Ich mag einfach nicht diese 2 Stockwerke und so, Digga. Ich finde optimal. Dream ist 1500 Quadratmeter. Ich finde das so. Das ist so das Geilste, so überhaupt. Auf einer Etage auch so, ne? Alles darüber ist unnötig, braucht man gar nicht. Du bist Apartment unterwegs, ne? So ein Apartment. Immer Neubau-Apartment. Natürlich immer meistens. Natürlich am wohlsten einfach. So. Ach, schön, komm. Wenn ich jetzt so meine andere Wohnung da hatte, wo du auf ähnliche Quadratmeter kommst, auf einer Etage, Digga, das ist einfach viel angenehmer. Also für mich ist es einfach angenehmer. Aber weil er nicht drauf klarkommt, dass man denken könnte, dass er broke ist, muss er wieder flexen und behauptet einfach, er habe 3 Wohnungen. Die hängen so ein paar coole Jacken, die ich dazu aktuell trage, so 6-7 im Schrank sind, glaube ich, nochmal so irgendwie 10, 15 Stücke und so, aber jetzt die anderen 50, 60, 70, die sind dann zum Beispiel woanders gerade. Und das sind natürlich dicke Daunenjacken zum Beispiel, ne? Die muss ich jetzt demnächst auch noch holen. Und die ganzen Sommerjacken, also die ganz dünnen Jacken, die sind jetzt zum Beispiel zur aktuellen kalten Saison, sind jetzt zum Beispiel in einem Riesenlager als Beispiel. Ja, so, ne? Oder eine andere Wohnung nach dem Motto. Ich habe ja 3 Wohnungen insgesamt. Dann ist es immer wieder da verteilt, so Fleckerschnecker, dass du mal eine andere Wohnung bist. Das klar, oh. Wie passt das denn alles zusammen? Er sagt, er kauft Häuser, dann waren die Häuser aber doch nur gemietet. Dann kauft er wieder Häuser, sagt aber, dass Häuser scheiße sind, alles kompakt, auf einer Etage ist viel besser. Aber hat auf einmal verstreut 3 Wohnungen. Was ist das für ein Quatsch? Es stimmt zwar, dass er öfters andere Wohnungen bei Behörden angegeben hat, aber einfach nur, damit keiner weiß, wo er sich aufhält. Denn wie sich rausgestellt hat, war die jeweils angegebene Adresse meistens entweder die von seinen Schwiegereltern, die Adresse von seinem Bruder oder auch die Adresse von seinen eigenen Eltern. Neben seiner Sozialwohnung ist das dann wahrscheinlich einfach sein Immobilienportfolio. Die Mietwohnung in seiner Verwandtschaft. Ey Leute, das wissen viele nicht. Ich habe übrigens 100 Wohnungen. Ich habe einfach bei allen Verwandten eine Schlüpfer von mir hingelegt. Naja, jedenfalls war ApoRed ein halbes Jahr später dann zum ersten Mal in Dubai. Dort hat er plötzlich behauptet, dass er nun in 3 Ländern leben würde. Du lebst in Dubai? Ich lebe in Dubai, Istanbul und Hamburg. Bitte was? Wie geht das? Ich lebe in Dubai, ich lebe in Istanbul und ich lebe in Hamburg. Ja, aber wie geht das? Ich habe alles richtig gemacht. Das Ding ist, ich habe Ziele gesetzt und einfach gemacht. Ja, ist es nicht. Ist es nicht stressig, wenn man in 3 verschiedene Länder wohnt? Nö, gar nicht. Der wohnt ja nicht, der macht doch nur Urlaub, oder nicht? Nein, ich lebe hier überall. Ach, du lebst da überall. Ach so. Ja, wirklich, Ziele nicht. Im Sozialbau Hartz IV beantragen mit einer Insolvenz ohne Restschuldbefreiung. Das sind alle echte Life-Goals. Und in Dubai macht er dann Werbung für ein Immobilienunternehmen, wo er so tut, als wäre das seine neue Wohnung. Und schaut mal, wen ich heute auch noch mit dabei habe. Ach, William Comrade, schaut das Schlafzimmer an. Was sagst du zu deiner neuen Wohnung? Sieht top aus, wirklich. Was sind die Benefits davon? Die Benefits, 5 Jahre Finanzierung 0%. 0% zinsfrei. Zinsfrei. Ich dachte, Finanzierung braucht der Main Character nicht. Oh Gott, Fremdwerbung, Alter. Was?
Das kenne ich doch gar nicht. Junge, was? 8 Wochen schon fertig, war 4500 Euro. Perfekt. Lage, hast du eine Sicht auf die Palme? Sicht auf die Palme, schöne Wohnung, super ausgestattet, Qualität. Übrigens auch lustig, wie er sich nicht mal traut, aufs Bett zu springen. Das ist offensichtlich nicht seine Wohnung. Der hat in Dubai in diesem Rowe Marina Hotel gepennt. Das Ding hat 3 Sterne und man kann da teilweise für 30 Euro übernachten. Und kurz darauf hat er sich mit seinen Freunden eine Wohnung... Für 30 Euro übernachten, das ist eigentlich gar nicht mal so teuer, ne? Also, wenn wir rechnen 30 Tage... Tja, 30 mal 30 sind 900 Euro. Ist teilweise günstiger als hier. Gut, man weiß aber nicht, wie viel. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich nur ein Zimmer, ne? 30 Euro ist gar nichts, ne? Also du zahlst ja hier schon allein eine... was habe ich jetzt vor kurzem informiert? Ich habe mich über irgendein Hotel informiert vor kurzem erst. Aber ich habe zumindest kenne ich kaum Preise, die unter 90 Euro sind pro Nacht. Also wüsste ich jetzt zumindest echt gar nichts. Müsste man eigentlich eingeben, günstigste Hotel in Deutschland. Warte mal. Das machen wir mal. Günstigste Hotel in Deutschland. Nicht günstige, günstigste. Toll. Oh. Ich habe hier eins für 20 Euro pro Nacht. Panorama Hostel, 32 Euro die Nacht. Hotel Stern, 35 Euro die Nacht. Ist sogar gar nicht mal so weit weg. Interessant. 21 Euro pro Nacht, 22 Euro pro Nacht. Aber ich glaube, da willst du auch nicht schlafen. Und ich weiß nicht, ob du da überhaupt was bekommst. Warte mal. Wie viel kostet das billigste Hotel der Welt? Übernachtung für 30 Cent. Interessant. Farid Pur Hotel in Dhaka. Interessant. 30 Cent pro Nacht. Das ist ja gar nichts, Alter. Je nachdem, wie die Preise für Lebensmittel etc. dort sind. Ja, wahrscheinlich. Naja, wenn ein Frühstück dabei ist, kann es sich lohnen. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn ein Frühstück dabei ist, dann sparst du schon ein bisschen was. Abendessen wird halt, wenn du jeden Abend noch für 5 Euro isst, wird halt schon ein teurer Aufenthalt. 70 Euro aufwärts in Deutschland, wenn du schon sehr günstig kommst. Je nachdem, was für Standards du hast. Also magst du ein sauberes Zimmer, solltest du schon etwas teurer in die Trinkkiste greifen. Und spar ins Portemonnaie mal nicht. Weil, naja, ganz ehrlich, mir kann es so klein sein wie sonst was. Mir ist es scheißegal, aber was ich wirklich, warum auch immer, ich bin da wirklich penibel, aber es muss sauber sein. Es muss verdammt nochmal sauber sein. Aber was mich immer bei Hotels nervt, immer diese Decken, diese fühlen sich so eklig an. Einfach dieses komische Faserstoffdinger. Ich kann nie richtig schlafen in Hotels. Oh, da freue ich mich überhaupt nicht auf meine Firmenfeier. Einzig Gute ist, ich werde ein bisschen alkoholisiert sein, dann kann ich wenigstens schlafen, weil ich alkoholisiert bin. Aber das ist nervig. Das ist nervig. Ich mag das, deswegen, ich bin auch sau ungern in Hotels unterwegs, weil, wie gesagt, immer das so komisch ist. Ich vermute aber mal, dass in Dubai 30 Euro Nacht angenehmer ist als in Spanien. Kann ich nicht beurteilen, war weder in Dubai, doch in Spanien war ich schon mal, aber da war ich auf Klassenfahrt. Da habe ich ja nicht das Zimmer gezahlt, aber das Zimmer war nicht so optimal. Das war aber auch eher das Party-Dinger. Geteilt, beziehungsweise auch das Bett. Und offensichtlich ist das auch nicht die Wohnung, die man hier im Video sieht. Vermutlich hat man die hier auch das erste und letzte Mal gesehen. In meiner Videoreihe war das jetzt übrigens ursprünglich als nahtloser Übergang zu seinem Dubai-Trading-Scheiß geplant, aber da ApoRed auf die glorreiche Idee gekommen ist, ein Video über die komplette Wahrheit seiner Finanzen zu machen, dachte ich mir, ich kann ihm da unter die Arme greifen. Denn die komplette Wahrheit sieht komischerweise komplett anders aus. Das ist aber nichts Neues bei ApoRed. Die ganze Wahrheit war ja schon mal eine Lüge und davor war die ganze Wahrheit auch schon eine Lüge und der Real Talk war auch nachweislich nicht real. Und bei dem ganzen Gottgeschwöre, während er gelogen hat, da brauche ich gar nicht erst anfangen. Das Ganze wird aber etwas dauern, also abonniert, um das nicht zu verpassen. Und jetzt tauft mein Feuerzeug. Es sind noch ein paar Death Note Teile da. Also, einfach nur klasse. Wir sind jetzt fertig. Wow. Jetzt habe ich doch einen Ticken länger gebraucht. Ich glaube, eine Runde Vampire Survivors können wir vielleicht spielen. Ich muss aber jetzt erstmal die Reaction stoppen. Daher erstmal vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Wie fandet ihr das Video eigentlich? Es ist jetzt schon ein bisschen länger her. Vielleicht kanntet ihr es schon, vielleicht aber auch nicht. Habt ihr es gefeiert? Konntet ihr einfach nur die ganze... Oder brauchtet ihr auch ein bisschen Alkohol, um das Ganze wirklich runterzuspülen? War ja schon ein bisschen heftiger Cringe-Scheiß wieder da. Aber man kennt sie einfach nicht anders von Prinz Puma. Dem anderen hier, ne? Also nicht den Follower. Also,
Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.